das ist ja gut. Bitte nicht der Witz, den soll man. Den muss man merken. Nein, 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 es ist doch nicht zu fassen. Ja, was denn? Also, da baut man diesen blöden Hühnern eine wunderbare Eierablage. Ja. Und wo legen sie ihre Eier hin? Ja. Überall da, bloß nicht da, wo sie es hinlegen sollen. Ja. Und ich, blödes Huhn, ich darf suchen. Hast du jetzt über mich gelacht? Amalie, ich habe über dich noch nie gelacht. Ganz im Gegenteil. Immer wenn ich dich sehe, könnte ich weinen. Ja. Lüg mich nicht an. Was denn? Natürlich hast du wieder über mich gelacht. Nein, ich habe über den Witz gelacht, der in der Zeitung ist. So. Hör ich einmal zu. Treffen sich zwei Freunde auf der Straße, sagt der eine, ich habe gehört, du hast geheiratet. Wie ist denn deine Frau? Sagt der andere, meine Frau ist ein Engel. Sagt der andere, hast du ein Glück, die meine lebt noch. Ja. Das find jetzt ich gar nicht lustig. Ich schon. Aber du gehst ja zum Lachen in den Keller unter, damit dich ja niemand sieht, ne? Mit dir als Schwiegervater, ja, und deinem Sohn als Mann, ja, ist mir ganz einfach das Lachen schon vergangen. Ach, also, meine liebe Amalie, das war jetzt gar nicht nett von dir. Das sollte auch nicht nett sein. Nee? Nein, das war nur genauso, wie es du verdienst. Ja. Aber bitte, natürlich kann ich nett sein zu dir. So nett, wie du immer zu mir bist. Ja, ja. Du kennst doch auch das alte Sprichwort, was sich liebt, das neckt sich. Du, aber mit deinen dummen Sprich, du alter Esel. Na, hallo, gell? Sag einmal, was schimpfst denn schon wieder, Amalie? Man hört die Bissen aus und einen ganz roten Kopf hast du schon wieder auf. Ja, mit Recht. Aber du bist ja genau derselbe als wir dein Vater. Aber natürlich. Wieso soll der Spross anders sein, wenn der Ast schon am Absterben ist? Aber halt, Maria, halt bist du aber wieder in Form, das sag ich dir. Und von wegen absterbender Ast, wenn auch auf dem Gipfel Schnee liegt, im Tal ist noch alles grün. Aber dass du es weißt, ja, der nächste Winter, der kommt bestimmt. Ja. Oh. Ich glaube, du musst die Bremse anziehen, ja, sie ist schon wieder ganz giftig. Die ist doch auch nicht anders wie sonst, ne? Ja, komm her auf, ich kenn dich doch. Was? Du gibst doch keinen Frieden, bevor es nicht wieder auf 100 ist. Das traust du deinem gutmütigen alten Vater zu? Ja, das und noch vieles mehr. Ja. Wenn's da immer Knieschmerzen und Kreuzweh hast. Da dran bist du noch ganz schön flink und um keine Unverschämtheit verlegen. Lorenz, das verstehst du nicht. Das ist Überlebenstraining. Die anderen gingen in den Urwald, in den Dschungel. Ich bleib daheim bei deiner Frau, denn da habe ich das Krokodil und Schlange in einer Person. Ja, da hast jetzt du auch wieder recht. Ja, ja, ja. Sonnemann, setz dich her. Na bitte. Jetzt ist das Reichinger Männertrio ja komplett. Sag mein lieber Enkel, wie geht's dir denn? Was macht die Liebe? Klappt alles? Ha? Mit der Liebe? Ja. Ja. Und mein Opa, wie soll's da schon gehen? Was? Klappern tut überhaupt nichts. Warum nicht? Wie soll's auch klappern, wenn man kein Mädel hat? Ach, Herrschaftszeiten. Wie oft habe ich dir da schon gesagt, da musst du selber was tun so dafür. Ist es. Du hast ja leicht reden, Papa. Du hast ja schon eine. Ja. Um was für eine? Die reicht für zwei? Kamen jetzt, Christian. Die Ehe ist wie ein Boxkampf. Du musst als Erster richtig hinhauen, sonst bist du in der ersten Runde schon K.O. Jawohl. Das sagst du so leicht, Opa. Du hast den Kampf längst hinter dir. Oh, ja, das schon, aber ich hab auch zweimal verloren. Ich tu mir da halt besonders schwer, weil ich gar so einen Respekt vor die Weiber hab. Um Gottes Willen, Bub. Lass das ja keiner merken, da bist du sofort unten durch. Ja. Auf so einen Deppen, da warten sie ja bloß. Also ich konnte ja nicht ganz begreifen, Christian. Ich meine,
Du wirst doch schon ein paar Mädel angeschaut haben, oder nicht? Ja, freilich. Also, dann red halt einmal. Ja, jetzt machen wir das Maul auf, dass wir deinen Geschmack kennenlernen, ne? Ja, mir tat da schon eine ganz gut gefallen. So, ja. Ja, und? Ja, wer ist das? Ja, ihr kennt es auch ganz gut. So. Du, wenn's jetzt nicht gleich das Maul aufmachst und sagst, wer es ist, dann fangst du an. Ja, okay? Und von mir kriegst du einen Nachschlag. Ja. Unser Nachbarstochter, die Monika. Die Monika! Da hast du aber eine gute Wahl getroffen. Ja. Respekt. Könnte direkt von mir sein. Wer, die Monika? Nein, die Wahl. Ja. Gell, das ist eine Fesche, die Monika. Ja, 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 eine Fesche. Da ist alles dran an dir, gell? Richtig, ja, ja. Bloß keine Bremse. Und? Hast du schon mal gefragt? Was soll ich sie denn fragen? Na, was wirst du denn fragen? Ob sie dich mag? Du wirst sie doch schon gesagt haben, dass du es magst, oder? Geh, Opa, so weit bin ich doch noch gar nicht gekommen. Nee. Ich hab das Gefühl, du hast noch gar nicht angefangen. Hm? Papa, immer nach dem Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Ja, aber du wirst doch mit dir, wenn ich schon gesprochen haben, oder? Ja, freilich. Ja? Wir haben schon viel gesprochen miteinander. Ja, das ist recht. Übers Wetter. Na, Wetter ist schon mal gut. Über die Viecher. Na, gut, auch Viecher. Und über Nachwuchs. Über Nachwuchs. So weit war ich beim ersten Mal noch nicht. Kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal verliebt war. Ich bin mit meinem Mädel in den Wald rausgefahren. Ja. Dann haben wir eine Decke mitgenommen. Für was denn? Ja, im Fall, dass es rennt. Ach so, ja, ja, richtig. Ja. Ja, da haben wir uns noch draufgesetzt und haben uns unterhalten. Gell? Ja. Ich habe sie auch gefragt, ob sie ihren Blinddarm noch drin hat und wie es ihre Großeltern geht. Und was man halt alles so redet. Ja. Du, auf einmal, da hat es bei mir zum Kribbeln angefangen. Ja, ja, ja. Habe ich mir gedacht, das ist jetzt die Liebe. Und? Ein Schmarrn Ameisen warst du. Und er redet gleich vom Nachwuchs. Ja, ich bin direkt stolz auf dich. Von was für Nachwuchs habt ihr denn gesprochen? Ja, über den von unserer Säu. Ja, ist das ein saudummer Bub. Und auf sowas war ich stolz. Ja, 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 sag mal, an was denkst denn du, wenn du bei einem Mädel bist? Ich darf gar nicht mehr dran denken, wie ich jung war. Mein Lieber, jeder Rock hat mir gehört, der mir gefallen hat. Ne? Ja. Opa, was will ich denn mit einem Rock? Ich will doch ein Mädel. Christian, wenn du mal einen Rock hast, ist der Inhalt nicht mehr weit. So ist es. Das ist jetzt schon interessant, gell? Das steht in meinem Buch alles gar nicht drin. In was für einem Buch? Ja, du, pass mal auf. Wenn du da ein Sexbuch im Haus hast, und Mutter kommt da dahinter, aber dann kannst du was erleben, ja. Ist doch nicht sowas, was ihr meint. Na Gott sei Dank, ich wäre ja auch ewig böse gewesen, wenn's mir's nicht lesen hätt lassen. Vater, ja, ja. Benimm dich. Ja, ist schon gut. Nein, ich habe mir halt allerlei Gedanken gemacht, wie meine Hemmungen losbringen. Ja. Und dann habe ich zufällig auf dem Speicher drum dieses Buch gefunden. Und aha. Wart's, ich hol das schnell. Nein. Schnell. Schnell, ja. Hast du schnell. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Sag mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass du dich so angestellt hast. Ne? Nein, so blöd war ich nicht. Nein, in dem Alter, nein. Aber ich hab mir schon oft überlegt, wenn ich damals auch so blöd gewesen wäre wie er, ja. Dann wären wir viel erspart blieben. Ach so. Ach, du meinst wegen deiner Frau? Mhm. Wo hast du die überhaupt kennengelernt? Auf dem Oktoberfest. So. Mhm. Hast du es rausgeschossen? Nein. Im Glückshafen habe ich es gewonnen. Was? Ja. Das Glück ist beim Teufel, der Hafen ist mir blind. Ja. Ja. So, also. Da ist das Bierchen. Her damit, her damit. Wie verführe ich eine ländliche Jungfrau? Was, eine ländliche Jungfrau? Ja, gibt's da noch welche? Haben wir da auch vergessen? Ja, aber warum geht's bei dir nicht anders wie bei den städtischen Jungfrauen? Keine Ahnung. Liebesleitfaden in 12 Stufen. Ah, bei was für Stufe bist du schon? Ich bin erst beim Inhaltsverzeichnis. Mein Gott, darf ich nicht machen. Ja, schon. Keine Angst, Papa, es geht schon weiter. Stufe für Stufe. Ja, hoffentlich fliegst du die Stufen nicht runter. Was machen wir denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Da können wir eins.
Wir kaufen immer so Video. Das heißt ja nicht mehr Video. Ein Video. Ja, das ist ein Zuschauer, da kann er alles lernen. Ne? Ja, das vielleicht eher begreifen. Ne? Ja. Ihr zwei seid ja großartig dann. Nein, wir sind nicht großartig, wir wollen. Wir wollen nur haben, dass unsere Familie nicht ausstirbt. Ja, so ist es. Ja. Jetzt glaube ich, hat's geklopft. Ich glaube, kommt jemand. Ja, müsste man fast herein sagen. Ja. Aber wer? Na gut, ja. Na, fang ich ja mal an. Sag du. Herein! 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 Die Monika! Die Monika! Grüß euch. Grüß dich, Christian, mach's Maul auf. Grüß Gott, Christian. Grüß dich, Monika. Grüß dich. Jetzt hat er aber schön, grüß Gott. Ja, das hat er. Ja. Ich wollte euch fragen, ob Sie mir eine Tasse Mehl leihen könnt. Aber selbstverständlich. Natürlich. Hast du eine Tasse einstecken? Ich hab nicht einmal ein Mehl dabei. Also, ja, aber in der Küche draus haben wir eins. Ja. Muss sowieso raus in die Küche. Ja. Jetzt kannst du am Leben den Objekt üben. Also, ich sag Dankeschön fürs Leihen. Ja, aber ich hol mir's dann doch später. Nein, bleib nur da, du glaubst gar nicht, wie froh wir sind, dass wieder mein liebes, nettes, saumenes, junges Mann da ist. Gell, Christian? Ja, Opa, da hast du recht. Also, ja, ne? Ich hol jetzt das Mehl. Ja. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Komm mal gleich wieder, gell? Ist recht, freilich. Ja. Jetzt ran an den Speck. Wieso den Speck? Sie will doch ein Mehl. Üben, nicht lesen. Ja. Christian. Ja. Monika. Geht's dir gut? Ja, danke. Mir geht's nicht schlecht. Ja, Monika. Ja, Christian. Ja, die Sonne scheint heute schön, gell? Ja, Monika. Gestern hat's nicht so schön gescheint. Na, hat's nicht. Jetzt hat der Großvater das Buch mitgenommen. Was denn für ein Buch? Einen Krimi oder einen Liebesroman? Ja, liest denn du sowas? Ich? Na, ich hab ja so ein Buch gar nicht. Ja, mein Buch ist auch ein ganz anderes Buch wie diese anderen Bücher. Ach, so ist es. Mhm. Naja, dann werde ich jetzt wieder gehen, gell? Viertel. Fällt dir nichts mehr ein? Ja, ich wüsste nicht was. Das mit der Sonne habe ich da schon gesagt. Naja, und für den Mond ist es noch ein bisschen zu früh, gell? Ja. Dann schaust halt wieder den Mond ein anderes Mal vorbei. Ja, das werde ich machen. Weil als Nachbarn lässt sich das ja gar nicht vermeiden, gell? Da hast jetzt du wieder recht, gell? Also dann vierte. Und sagst deiner Mama Dankeschön fürs Leihen. Ich hol mir's dann später ab, gell? Wie riecht's aus? Du, Monika! Ja? Du kannst dir gern öfters was leihen. Warum? Weil ich dann öfters komm? Na, weil mir gern was herleihen. Ach so, ja, dann also vierte, gell? Ja. Mach's gut, Monika! Wie war das mit der Sonne? Sag mal. Hast du schon sowas plötzlich gesehen? Schade, dass ihr nicht da wart. Warum? Ich war heute wieder ein Draufgänger. Ja. Genau so schaut's aus, du. Halt bloß dein Maul, gell? Weil wir gern was herleihen. Ja, sag mal, Bub, bist denn du noch nicht noch blöder? So eine Gelegenheit, die gibt sie doch so schnell nicht wieder. Ja. Warum hast du nichts gemacht oder gesagt oder getan oder sonst was? Gib Papa, ich kann doch nicht gleich über sie herfallen. Weiß Gott, was die da mit mir anstellt. Das verlangt doch keiner. Aber du hättest wenigstens sagen können, dass es dich freut, wenn sie da ist. Jawohl, und dann hättest du eingeladen in eine Disco oder ins Kino. Ins Kino? Ja. Ich weiß ja gar nicht, was für ein Film läuft. Das ist ja wurscht, Hauptsache, dass es dunkel ist. Oder sie hätte schlecht denkt von mir, wenn ich gar so schnell angegriffen hätte. Ach, pass mal auf, Christian. Verlieben und Schlittenfahren, das muss schnell gehen. Da darf man keine Minute versäumen. Für alles andere hast du Zeit bis zur guten Hochzeit. Was macht man denn mit dem? Der ist ja langsamer wie ein Schnecken. Ja, also von deinem Vater
hast nix. Und von deinem Großvater hast gar nichts. Wenn ich zurückdenke. Oh, denk du lieber vorwärts, gell? Also jetzt ihr zwei der Herren. Ich kann noch nichts dafür, dass ich so schüchtern bin. Ja, da kannst du wirklich nichts dafür. Also schon. Weißt du was, geh wieder in deinen Stall und mach von mir aus einer Kuh einen Heiratsantrag. Jawohl. Ah. Ja, du Opa? Ja. Was mach ich, wenn eine Ja sagt? Na, Hauptmann! Sag mal, was machen wir denn mit dem Buben? Du, ich glaub, da wäre das Beste. Wir suchen ihm eine, die alles übernimmt. Ach so, meinst du, ja, das ist eine Möglichkeit. Da könnte man aber bloß eine aus der Stadt holen. Weißt du, so eine ganz Leichtsinnige, die wo ihre Adresse und Telefon überall bekannt gibt, Zeitung und so. Du meinst die 090, 3x5, 3x6. Hallo, sag mal! Ja, wo hast denn du diese 6-Nummern her? Das ist ein Ding von der, was? Von der Tagesschau. Ja. Muss ich einen verkehrten Sender haben. Ja, aber das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ja, natürlich. Außerdem, so ein Leichtsinniger aus der Stadt, die würde seine kleine Sparflamme ein bisschen auflodern lassen, vielleicht bis zum Großbrand, ne? Und ihr könnt ihn selber löschen, ja. Ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. So ist es. Nämlich die Monika, das ist doch so ein liebes, nettes, sauberes Mann. Da schlagt sogar mein Herz ein bisschen schneller, wenn ich an die Monika denke. Du, hallo. Was denn? Wollen wir nicht auf dumme Gedanken, gell? Na, hör doch auf, Lorenz, in meinem Alter, und das ist ein junges Mann. Na. Ich möchte in Ruhe meinen Lebensabend verbringen. Dann bin ich ja beruhigt. Ah. Ja, ich schau jetzt in den Stein aus, gell? Was denn? Und du, der ist im Stand und macht tatsächlich eine Kur an Heiratsantrag. Ach so, Mann. Du, Lorenz, sagst mir dann, was er sich für eine rausgesucht hat, gell? Gottes Willen, dieser Kur, das hätte er nie gehabt. Lorenz! Ach, da schau her. Wie sei jetzt endlich an die Arbeit gegangen. Die ganze Zeit herin da heraußen reden. Ja. Es muss ja sehr was Wichtiges gewesen sein, ha? Ja, das war auch was, sogar sehr wichtig. Okay. Ja, ganz ernste, schwere Beziehungen, ne? Ach, da schau her. Diplomatische Beziehungen. Diplomatische? Ja. Ihr zwei werdet doch jetzt nicht noch in die Politik gehen wollen. Was? Ah. Für die Gott, mein schönes bayerisches Vaterland. Nein, nicht in die Politik, sondern in die Erotik. In die Erotik? Mhm. Das kenne ich gar nicht. Das glaube ich dir aufs Wort. Auf alle Fälle hat es mit Tick zu tun. Und den hast ja du. Also fangst du schon wieder? Ja, herein. Ja! 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 Die Einzige, die in diesem Haus einen Stress hat, das ja, bin ich. Du. Und zwar mit dir, aha, weil du mich zum Wahnsinn treibst. Aha. Du glaubst gar nicht, wie anstrengend das für mich ist. Ja. Also, du bist schon sehr zu bedauern, mein lieber Corby. Das bin ich auch dran. Ja. Komm, bitte nimm Platz. Ja. Brauch uns die Ruhe nicht mehr aus. Ja, schön. Du sag mal, Traurig, wie heißt denn du eigentlich mit dem Familiennamen? Es brauchst nur sagen, dass du das nicht mehr weißt. Na, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ja, warst du so besoffen? Was? Ja? Saufen tut dir auch noch. Nur wenn ich Durst hab. Du kannst dich nicht mehr erinnern. Wir haben doch mit dem Seniorenclub einen Ausflug gemacht. Ach ja, richtig. Ja, und da sind wir am Abend noch eingekehrt. Ah, ja, jetzt kann ich mich doch bei 5 Helle ganz dunkel erinnern. Ja, ja. Sehr richtig. Also, ich kann natürlich nicht mehr genau sagen, aber ungefähr noch einen 10. oder noch einen 12. Schnaps. So viel saufst du? Nein. Ja?
Du! Ach so, ich? Ja, also nach dem 10. oder nach dem 12. Schnaps hast du gesagt, Traudl hast gesagt, ab jetzt darfst du Korbi zu mir sagen. Das hab ich gesagt? Ja. Dann hab ich mindestens 15 gehabt. Ich hab meint, bei so einem alten Treffen, da geht's manierlich zu. Dabei ist das scheinbar ein Treffpunkt für pensionierte Säufer. Nein, jetzt hörst aber auf. Du tust ja gerade so, als wäre wenn wir Wunder, was für fürchterliche Orgien feiern täten. Also dem trau ich alles zu, gell? Weißt du, was sie glaubt? Was denn? Sie glaubt, dass wir, so Männlein und Weiblein, auf die Tische umeinander tanzen, Striptease vielleicht, ne? Und dann noch dazu oben ohne. Da dann sie aber lachen. Ja. Da meinen sie alle, sie sind in einem Hühnerstall. Du mit deiner Hühnerbrust. Also du darfst ganz stark sein mit deiner Brust. Für dich wird es höchste Zeit, dass du Hopsasa-Creme nimmst. Was? Was für Creme? Hopsasa-Creme. Siehst du das? Die kenne ich nicht. Hopsasa, die Busencreme. Anzuwenden, sehr bequem. Wo früher nichts wie Flachland war, ist jetzt was da durch Hopsasa. Also, ich muss schon sagen, ihr vertragt euch sehr gut miteinander. Ja. Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man so einen bösartigen Schwiegervater hat. Ja, jetzt fällt mir was ein. Was? Ich hab ja noch was am Herd stehen. Also, wir müssen entschuldigen. Traudl, ich bin gleich wieder da. Oh, gell? Lass dir Zeit, du gehst uns überhaupt nicht ab. Du findest mir auch nicht. Na, also, sind wir wieder beieinander. Also. Ihr seid schon sehr nett zueinander. Ja, du glaubst gar nicht, wie mich das freut, wenn ich sie ein bisschen ärgern kann. Die kann manchmal ein richtiger Bissgurken sein, ne? Was? Und ihr Bruder, der Christian, der ist auch nicht zu beneiden, ne? Hey, ja. Ist der auch so aggressiv? Der Christian, ja. Aggressiv? Der ist mehr negrassiv. Ja? Okay, ja. Dem seine Ahnen müssen Lappländer gewesen sein. Wieso das? Weil er so ein Waschlappen ist. Ja. Aber sonst ist er ein ganz netter Kerl, gell? Ja, das schon. Jetzt ist er wirklich ein netter, braver, anständiger Bursche. Ja, ist er. So schüchtern ist er heute. Wenn der so weitermacht, kriegt er nie eine Frau, wenn er sich so blöd anstellt. Ne? Mein Gott, nein. Die ewige Liebe, die braucht halt seine Zeit. Beim Christian wär's aber höchste Zeit, ne? Wenn's nur so ein Mittel geben täte, wo man mir ein bisschen nachhelfen könnte, das wär's, ne? Was sagst du da? Ein Mittel. Ein Mittel geben? Ja, dass er ein bisschen aufwacht, der Bub, ne? Dass er ein bisschen frech wird und ein bisschen forscht und so. Also, Korbi, du wärst jetzt ein Lacher, ja. Aber ich glaub, ich hab so ein Mittel. Du? Wieso kommst du so ein Mittel? Ja, du weißt doch, dass die Lackner Emmerenz, unser Kreiterweibi, die ist gestorben. Die alte Dorfhex da, ne? Ja. Die ist gestorben? Ja. Na, wenn sie sich verbessern kann. übrigens, weißt du, gerade von der Hexritz, ihre Putzfrau ist vor einem Jahr gestorben. Was? Ja. Das weiß ich nicht. Weißt du, was die auf den Grabsteinen aufgeschrieben haben? Nein. Sie kehrt nie wieder. Jetzt hörst du aber auf. Ja. Du, also, und die Lacknehmerinz, die hat alles im Seniorenclub vermacht. Ja. Und ich habe die Ehre, das alles zu verwalten. Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du dich in dieses alte Hexenhäusl da nicht traust. Ja? Ich hab mir nicht traut. Ja? Und so schlimm war das gar nicht. Nein. Was glaubst denn du, was ich da alles gefunden hab? Was hast du gefunden? Ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Also Tees und Kräuter. Kräuter. Und Tropfen. Tropfen. Ja, also da pass mal auf, da schau mal her. Da habe ich jetzt zum Beispiel Tropfen fürs Kreuz. Ah, Kreuzschmerzen aller Art. Ja. Ja, und da habe ich Tropfen für die Knie. Für die Knie, aha. Ja.
Und da, da habe ich Tropfen für die schwache Blase. Für die schwache Blase? Ja. Ja, also, und das sind die Tropfen für ein Christian sein Wehwehchen. Liebestropfen. Mhm. Macht Schüchterne scharf und die Angebetene schwach. Und du glaubst, die helfen? Die helfen tausendprozentig. Ja. Du, die Lagner-Immerin, ja, sie hat mir erzählt, die Tropfen sind so stark, ja, dass ein Huberbahn ein Herzschrittmachen ausgehaut hat. Ja. Ja. Das sind jetzt genau die richtigen für den Christian. Nein, nein, probieren wir gleich aus. Du, nein, nix da. Was? Die müssen wir zuerst zum Apotheker bringen, nein, und der muss sie untersuchen. So viel Zeit haben wir nicht. Der Christian soll die saufen. Ich hol ihn gleich. Warte, ich bin gleich da. Also, der ist schon gut. Der soll saufen. Ein schöner Gruß. Hoffentlich ist da kein Ratzengift drin. Nicht, dass ich noch des Mordes verdächtig wäre. So, Dela, jetzt schau her, Traudl. Jetzt hab ich dir einen Kaffee gebracht. Ein frischer Kaffee. Nein, der ist von gestern. Jetzt auch. Dankeschön. Hat dich der Alte jetzt schon loslassen? Ja, aber der kommt gleich wieder. Der holt nur einen Christian. Ja, wir wollen miteinander was zu trinken. Warum das? Warum das? Also, das ist wiederum unser Geheimnis. Ja, okay. Ja. Also, wenn der Alte dahinter steckt, dann meine ich, kommt nichts Gescheites dabei raus. Ich hoffe, er hat dich mit seinen Dummheiten noch nicht angesteckt. Also, Amalie, ich weiß gar nicht, was du gegen den Korbi hast. Der ist doch in Ordnung. Der Korbi schon, aber sein Hirn nimmer. Jetzt übertreibst du mal wieder schamlos. Ach, mei, was ich alles mit. Weißt du was? Du hol mir jetzt eine Flasche leer. Aha. Und ein paar Glasel. Jetzt trinken wir zwei auch was miteinander. Also, Traudl, da muss ich dich enttäuschen. Ich trinke keinen Schnaps. Aber gut, damit du nicht sagen kannst, ich bin geizig oder vergönn dir nichts. Da schau her, da ist jetzt ein Glasl für dich. Mhm. Da ist dann ein Glasl für den Korbi. Jawohl. Der kann auch mittrinken. Und da ist ein Glasl für den Christian. Nix. Der Christian kriegt was Besonderes zu trinken. Ach, da schau her, wenn du's meinst. Aber ich trinke keinen Schnaps am Tag. Bin ich unter Tag schon besoffen? Nein, nein, nein. Da finde ich meine Eier gar nicht mehr. Also, weißt du was, Amalia, du musst viel lustiger werden in deinem Leben. Traudl, ich und lustig. Ja. Mit drei Mannsbüdern im Haus, wo einer weniger taugt als der andere. Na, da ist mir's lustig sein einfach schon vergangen. Aber jetzt habe ich tatsächlich was Schönes. Was denn? Was hast du denn Schönes? Jetzt nimm mal deinen Korb und ich nehme deinen Kaffee und jetzt gehst du mit mir in die Küche. In die Küche? Ich habe nämlich einen ganz neuen Herd. Den hast du noch nicht gesehen? Ein neuer Herd. Ja, mein, der ist schön. Ja, also der interessiert. Ich freue mich aber jetzt, Monika, dass du mal so drüber gekommen bist. Ja. Und weißt du, was mich am meisten freut? Was denn? Dass wir zweimal schnell ein bisschen allein sind. Ach so. Ich hätte dich nämlich was gefragt. Mhm. Ich hoffe, du bist mir nicht böse deswegen. Ne? Aber na, Reichinger, ja? Großvater, was, ja, magst du denn wissen? Ha? Ja, eigentlich möchte ich gerne wissen, magst du unseren Christian überhaupt? Na ja, also, wenn du mich jetzt so direkt fragst, ja, ja. Ist wahr? Ein Christian mag ich schon. Na Gott sei Dank. Ja, aber er tut ja nichts dazu. Na ja, weil er ein Depp ist. Was meinst du? Ich wollte sagen, weil er so schüchtern ist. Schüchtern? Ja. Ja, das ist er wirklich. Ja, jetzt pass auf, Monika. Wir haben mit dem Christian ein bisschen was vor. Aha. Jetzt hätte ich dich gefragt, ob du bei der Gaudi ein bisschen mitmachen tätst. Ne? Ja, gern. Aber was muss ich denn da machen? Das kommt auf die Tropfen an. Was denn für Tropfen? Ja, der Christian kriegt von uns Liebestropfen. Was? Liebestropfen? Ja, dass er mal ein bisschen aufwacht und dass er dir vielleicht sagt, dass er dich gern hat. Ne? Mei, das war ja pfundig. Ja. Ha, da drück ich aber ganz fest die Daumen, dass, ja, die Tropfen wirken. Ja, das macht er. Und wenn er so einen kleinen Liebesrausch hat, dann ruf ich dich gleich. Na, ist schon recht. Dann, ja, geh jetzt heim und, ja, warte, bis, ja, du mich rufst. Genau. Okay. Ja. Also, toi, 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 gell? Für dich. Servus, für dich, Gott, Monika, servus, so ein liebes, nettes, sauberes Jungsmädel. Und ich schon so alt und deppert.
Kann man nichts machen. Ja. Jetzt braucht nur noch die Traudel kommen und. Ja, was ist denn das da? Das schaut ja aus wie Schnaps. Und gleich drei Stück. Oh, aha. Das schau her. Die Traudel. Das ist doch ein raffiniertes Lude. Jetzt gibt's erst eine Runde Schnaps, damit der Christian nicht merkt. Und dann kriegt er auch seine Liebestropfen serviert. Dann kann ich ja gleich mal den meinen schon trinken. Ne? Ah, das ist ein Schnaps. Der rinnt hinunter, hinunter, obi und obi, bis zum Novi. Naja, aber wie sagt ein altes Sprichwort, auf einem Fuß steht man nicht gut. Komm her. Wie, so lange kann es ja kein Schnapsel werden. Da gibt's ja noch mehr so Trinksprüche. Gibt's ja noch mehr. Naja, da gibt's einen Trinkspruch. Einen lieben, netten, gleich und gleich. Nein, das wollen wir nicht. Ne? Oh, ich hab's. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt, wenn die Traudel kommt und der Christian, dann wird. Na, und dann. Na, was ist denn? Was ist denn jetzt los? Oh. Wunderschön. So. Ist der Hofer. Bei uns schaut's aus. Ja, sag mal, spukt's bei dir? Ja, wahrscheinlich. Traube? Was denn? Schau mal da her. Die Gläser sind ja leer. Ja, wer hat denn den Schnaps zusammengesoffen? Was ist denn da? Also besonders intelligent schaut's ihr zwei ja nicht aus. Ja, du auch nicht. Du auch nicht, gell? Sag mal. Hast du den Schnaps zusammengesoffen? Ja. Hätte ich gern gemacht, war aber nicht möglich. Ich komme gerade rein. Ach so, leg mich du für ein Jahr nicht an, gell? Und? Bei dir darf ich mir schon nicht trauen. War das scheinbar tatsächlich. Grüß Gott, beieinander. Grüß dich, Traudl, wie geht's dir denn? Ja, ich weiß schon gut. Mira. Grüß dich, Mama. Darf ich mich da hier sitzen? Freilich. Danke. Du kommst mir gerade recht. Grüß dich, Papa. Ja, grüß dich, Papa. Ja, hörst du. Wir haben uns doch heute schon gesehen. Ach, du warst es. Christian, ja? Sag einmal, hast du diese Schnapsgläser da ausgetrunken? Hä? Ich? Nein. Schade. Hä? Wieso schade? Ja, ich meine schade, dass wir jetzt nicht wissen, wer den Schnaps da zusammengetrunken hat, ne? Nein, das ist doch ganz einfach. Wieso? Ja, wenn es die zwei nicht waren, ja, dann bleibt doch nur noch einer übrig, oder? Hat der Vater wieder geschnapselt. Ja, bestimmt auch noch. Um Gottes Willen. Hoffentlich wird das Mittel bei älteren Menschen nimmer. Sonst gibt es eine Katastrophe. Was? Warum? Habt ihr mir Gift nicht? Schmarrnergift. Ja? Nein, aber da war was Aufputschendes drin. Was Aufputschendes? Ja. Ja, sag einmal, spinnst du? Dann werdet ihr alle noch frecher. Wo ist jetzt der Vater? Was? Ja, ich hab ihn gerade noch gesehen, wie er aufs Häusl rausgerinnt ist. Was, aufs Häusl? Dann kann vielleicht noch alles gut werden.
Ja, vielleicht war das Mittel schon schlecht. Er hat aufs Heißel müssen und alles ist schon wieder draußen. Ja, 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 ja. Alle versammelt, schön. Stellt euch mal vor, ich gehe vom Lokus kommend über den Hof, trifft mich doch der Pfeil vom Amor. Ja, direkt ins Hirn. Nein, mitten ins Herz. Ja, ich schaue über den Zaun, da sehe ich einen lachenden Engel. Ja, mir wurde so warm um die Brust. Ja, wirst halt der Räumer unter Wäsche wieder anhaben, nein, ich hab mich verliebt in diesen Engel. Oh, schön, Grebvater. Aber jetzt darfst du wieder aufhören. Nein, nein, jetzt geht's erst los. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bei ihr und bei mir. Oh, mir ist sofort gewusst, wir beide gehören zusammen für immer. Opa, von wem redst denn du? Ja, da wirst du schauen. Also, ich glaub, da ist was in die Hosen gegangen. Nein, die war schon herunter. Ja, sag einmal, sag einmal. Ja. Wie kann man denn in so kurzer Zeit so deppert werden? Moment. Ich stelle meine Zukünftige vor. Was? Meine Braut! Jetzt ist er ganz, ganz spät. Monika Kronbichler! Ja! Aber Großvater, in deinem Alter! Oh, es ist nie zu spät für die Liebe, gell, Mausi? Ja, da hast du ganz recht, mein Tiger! Ja. Ja. Spinnt jetzt er oder spinn ich? Sag mal, Monika, bist denn du verrückt worden? Ja. Ich bin ganz verrückt nach meinem Tiger! Wir beide haben die Tigeritis! Vater? Ja? Ich bitte um eine Aufklärung. Oh. Ja, so ein alter Depp und so ein Jungsmadel. Ja, Monika, du kannst doch nicht so einen Unsinn machen. Doch, ich kann. Er ist einfach spitze. Ja, ich bin spitze. Und stürmisch ist er wie ein Tiger. Komm, Monika. Ich zeig dir meine Tigerhöhle. So fassen, da kann doch ich nichts dafür. Da hab doch ich nicht wissen können, dass diese Tropfen so eine kolossale Wirkung haben. Ach, so ein Blödsinn. Aber das ist wieder typisch, Mannsbrüder. Kaum hast du mal was Schönes vor, müssen sie gleich alles kaputt machen. Ey, hallo, gell? So schlecht sind wir auch wieder nicht. Ach du, sei doch grad du statt. Du und dein Vater, ihr zwei, ihr seid ein Prachtexemplar. Dank Schatti. Von Mannsbrüder natürlich. Auch. Also ich verstehe das nicht. Bloß weil bei euch immer alles schnell gehen muss mit der Liebe, kann ich mir jetzt den Rest von meinem Buch sparen. Nachdem mir mein eigener Großvater mein Madel ausgespannt hat. Jetzt reg dich nicht auf, wir bringen das alles wieder in Ordnung. Okay. Wir bringen das alles wieder in Ordnung. So einen Schmarrn bin ich schon her. Also Christian, lass dir gesagt sein. Wenn die Monika dieses Zwetschgenmandel dir vorzieht, dann musst du froh sein, dass du los bist. Aber Mama, die Monika ist auch ganz verändert. Ja, das ist bestimmt der Zauber von der Lackner Emmerenz, der in diesem Flascherl drin ist. Ich bin ja nur neugierig, wie lange diese Wirkung überhaupt anhält. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, mei, mei, mei. Das hält uns der Alte nie durch. Nie? Der kriegt uns ja ein Herz, Kasperl. Sonst jammert er den ganzen Tag, wie schlecht das ihm geht. Er kommt ja dort doch bloß so. In Wirklichkeit ist er ganz gut drauf. Meinst du? Ja. Mein, steigt euch nur gerade einmal das vor. Er mit ihr, da drum, ganz allein. Meinst du, dass die zwei jetzt... Ja, du weißt schon, was ich mein. Geht so herauf. Der Vater weiß doch, was sie gehört. Bist du da auch sicher? Aber selbstverständlich. Nein, du, das ist mein Vater, da bin ich mir nicht so sicher. Bei denen Tropfen ist alles möglich. Du, hoffentlich sind die nicht so stark wie die Viagra, gell? Ja,
Wollt ihr damit vielleicht sagen, ich mein, meinst du, dass die zwei da droben eventuell, ich mein, unter Umständen... unter Umständen? Nein, nein, so schnell geht das nicht. Ja, obwohl du beim Opa dreimal die Hand nicht ins Feiling. Ja, da mein ich, dass sie deine Finger schön verbrennen. Also ich kann das jetzt nicht mehr länger mit anhören, ich muss Gewissheit haben. Ich geh auf und schau nach. Ja, das kannst du doch nicht machen. Was, ob ich das machen kann oder nicht, das ist meine Sache. Außerdem gehört die Monika mir. Hab ich gemeint. Da. Hoffentlich klopft der an, bevor der drum reingeht. Warum soll der anklopfen? Ja, mei, dass die zwei noch Zeit haben. Die zwei Liebenden, dass noch was anziehen. Oh. Hey, Alte, mal den Teufel nicht an die Wand. Es ist einfach unglaublich. Stellt euch nur gerade einmal das vor. Dieser alte Depp mit dem jungen Mädel, das noch dazu immer Tiger zu ihm sagt. Dabei ist er bloß ein alter Kater. So schlecht brauchst du jetzt auch nicht machen am Vater, gell? Vielleicht hat er in seiner Jugendzeit zu wenig erwischt. Das ist möglich, wenn es ihm so geht wie mir mit dir. Also, soll ich da jetzt weghören? Mhm. Ja. Mach doch nicht auf den Seite dummes Geschwätz. Also, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir das Thema wechseln. Ne? Das wär mir auch lieber. Ja. Reden wir lieber von... Buh, los, red, was ist? Kriegen wir Nachwuchs oder nicht? Geh weiter, sag was. Komm. Das weiß ich nicht. Die sind gar nicht da. Das Zimmer ist leer. Was? Ist leer? Ja, und das Bett? Das Nachlehrere. Na, Gott sei Dank. Ja, wo sind dann die zwei hin? Mei, vielleicht ist der Tiger mit seiner Beute auf den Heuboden aufgegangen. Aber da schau ich sofort nach. Ja, und ich schau im Gartenhäusl nach, weil irgendwo müssen die zwei ersticken. Ja, das gibt's da. Was mach ich alles mit? Und ich bin an allem schuld. Ja! Aber deshalb kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Deshalb wird der Aldi auch nicht mehr normal. Wir können jetzt nur hoffen und abwarten, dass nichts Schlimmes passiert. Du bist gut. Ja, wir können nur noch hoffen, dass bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert ist. So schaut's nicht mehr aus. Das ist nicht. Mama, du, los, red! Im Heu sind's auch nicht und auch sonst nirgends auf dem Hof. Das ist nicht zu fassen. Vielleicht ist er mit ihr aufs Feld ausgegangen. Aufs Feld? Also naturverbunden war der Korbi schon immer. Ach. Danke, ihr zwei macht's mir einen schönen Mut. Also, im Gartenhäusl ist niemand. War bei dir was? Nein, Papa, nix. Ja, Herrschaftszeiten. Die zwei Kinder sind doch nicht in Luft aufgelöst haben. Mei, vielleicht suchen sich die zwei ein eigenes Liebesnest, oder? Papa, ich kann das nimmer länger mit anhören. Da droben entsteht vielleicht dein neuer Bruder oder deine neue Schwester. Ach. Ja, und wir können nichts dagegen tun. Langsam, geht er. So schnell schießen, preisen auch wieder nicht. Dein Vater schon. Der ist nämlich im Schützenverein. Die Monika ist dem Opa ganz verfallen. Ich kenn's gar nicht mehr. Und ich bin schuld an diesem Betriebsunfall. Betriebsunfall ist ja gut. Ich hoffe bloß, dass hier nicht irgendwo ein neuer passiert, gell? Von wegen Betriebsunfall. So wie es ausschaut, hat sie sich ihm ja freiwillig hingegeben, dieses Opferlamm. Mein Gott, ey, was für eine Familie bin ich da bloß reingeraten? Wenn ich bloß wüsste, wo die zwei hingegangen sind. Ja, wenn man das wüsste. Du, vielleicht schleppt sie ihn zu ihren Eltern. Was? Ja, vielleicht will sie ihn unbedingt heiraten. Ja, ihren Tiger, ne? Tiger! Jetzt reicht's mir aber. Tja, jetzt höre ich plötzlich in diesem Haus nur noch Tiger. Das stimmt nicht. Das ist nichts anderes als wie ein alter läufiger Kader! Ich möchte bloß wissen, warum der Opa plötzlich so ausflippt. Ja, wir haben Liebestropfen ausprobiert. Wie bitte? Liebestropfen? Für was sollen die gut sein?
Jetzt sag's dir. Wieso ich? Du hast das gebracht. Du? Ja, los, du hast das Zeug uns ins Haus geschleppt. Jetzt seid ihr denkt er noch. Jetzt erklär's ihm. Also gut. Na. Christian. Jetzt mach ich rein den Tisch. Ja, fang schon mal an. Jetzt geh weiter. Jetzt setz dich mal her, Bub. Ja, setz dich her, sonst fallst du mich um. Ja, also, weißt du, diese Liebestropfen. Das sind Tropfen für die Liebe. Ja, die waren eigentlich für dich bestimmt. Ja, Christian, für dich ganz allein. Tropfen für Tropfen, gell? Mhm. Ja, weil der Korbi. Das ist der Opa. Du meinst dein Papa. Jetzt hat der Bub recht. Mensch, sind die zwei blöd. Weil der Korbi gemeint hat, dass man mit diesen Liebestropfen deine schüchterne Art ein bisschen auflockern kann, ne? Ja, und wie wir zwei draußen waren, hat einfach dein Großvater diese Liebestropfen geschluckt. Ja, du weißt doch, dass der Opa gern nur einen schluckt. Ja, ist das ein Märchen? Dieses Märchen glaubt uns kein Mensch. Ja, und woher habt ihr diese Tropfen, wenn man fragen darf? Ja, aus dem verstorbenen Nachlass. Was? Ich meine, aus dem Nachlass der verstorbenen Lackner Emmerins. Und an sowas glaubt ihr? Jetzt ist die Hex schon so lang tot und gibt nur keine Ruhe. Hä? Ich weiß, dass du dich immer um sie bekümmert hast. Aber du weißt auch, wie die Leute über sie geredet haben, gell? Das ist ja gut. Sie war eine Hex. Aber so verhext, wie es ihr euch gesagt habt, so verhext war die Hex wirklich nicht. Also ich bin ja nur neugierig, wie lange diese Wirkung noch anhält. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Wir müssen jetzt nur eines tun. Wir dürfen die zwei nicht mehr aus die Augen lassen. Wir müssen immer wissen, was die beiden tun. Ja. Bei Tag und bei Nacht. Ja, da hast du recht. Jawohl. Da können wir gleich damit anfangen. Warum? Wieso? Da kommen nämlich unsere zwei Verliebten. Okay. Der Großvater springt rum wie ein junger Dackel. Oh. Kann's nicht mehr mit anschauen. Oh, schau her, ein Temperament hat der Bub. Okay. Das hat er nicht von dir. Ja, danke, Herr. Hurra, hurra. Die ganze Familie ist schon da. Ja, mei, das trifft sich aber gut, gell, Tigerlein? Ja, Mauselein. Monika, das ist doch nicht dein Ernst. Na, das ist auch nicht der Ernst. Nein. Das ist doch der Korbi, mein starker Tiger, gell? Ja. Sag mal, Christian, du wirst doch nicht etwa eifersüchtig sein? Das brauchst du nicht. Sie kommt ja sowieso in unsere Familie. Ja. Vater? Ja, hier bei der Arbeit. Jetzt muss ich mal ein ernstes Wort mit dir sprechen. Ja, bitte. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Komm, jetzt hör endlich auf mit dem Theater. Theater? Ach, du glaubst, ich spiele mit der Monika? Ja. Nein, nein, nein. Wenn sich zwei Menschen so gern haben wie wir, dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Okay. Ja. Und was sind das dann für Nägel? Ich hoffe, keine krummen Nägel. Nein, 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 nein. Wir zwei waren gerade auf dem Standesamt. Was? Und haben unser Aufgebot bestellt. Was? Ja, ja, die haben genauso blöd geschaut wie ihr. Das war der erste Nagel. Aber wir nageln noch weiter. Ja. Ich glaube, ich bring mich um, wenn es wirklich so weit kommt. Ja, bringt sich. Und das darfst du nicht machen. Ich brauch dich ja noch. Für was? Als Taufpaten für unseren Erstgeborenen. Ja, um Gottes Willen, kann ich sagen, mal, bist du verrückt worden? Warum? Du willst doch nicht damit sagen wollen, dass du noch ein Kind in die Welt setzen willst. Ja, das Kind braucht nicht nur sitzen, es kann auch liegen. Ja. Ja, ja, und dann wollen wir nicht eins, wir wollen sechs. Was? Drilling, Zwilling und einen Illing. Ja. Ich schätze mich. Denk bitte endlich dran. Was? Du bist bald 70. Mit 70 hat man noch Träume. Also, ich glaube, ich fahre in Ohnmacht.
Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ja. Vater? Ja, hier. Ist da eventuell zwischen euch zwei beiden schon irgendetwas vorgefallen? Moment mal. Corby, wir sagen gar nichts. Wir sagen gar nichts. Nein, das ist nämlich ein Geheimnis zwischen mir und meinem Tiger. Ja. Monika. Ja? Du kommst mir nicht in dieses Haus. Vorher zieh ich aus. Wirklich, Schatzi, helf der Bock. Dieser Liebesknochen ist ja dein Vater. Also schaust du, dass du es wieder in Ordnung bringst. Nein. Fangt ihr zwei jetzt an und zum Streiten an, hä? Ach, mir glanz, ich geh. Oh Gott, ich muss den Buben trösten. Ja, bitte. Trösten. Also, das kann wirklich kein Mensch verantworten. Amalie, reg dich nicht auf. Für dich haben wir auch eine Aufgabe bei unserem Hochzeitstag. Ach ja, du darfst uns nämlich allen die Hochzeitssträußlein anstecken. Ja. Ja, dafür bekommst du Geld. Und für dieses Geld kannst du dir dann ein neues Gesicht kaufen. Ich. Also, Tiger? Ja. Was denn? Also, Tiger, jetzt warst du aber gar nicht nett zu Amalie. Ich war? Ja. Oh, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Mir reicht's. Jetzt ist wirklich Schluss. Monika, du gehst jetzt sofort nach Hause und dann ist Ruhe bei uns. Moment, ich bin volljährig und kann tun, was ich mag. Ja. Okay. Ja, und jetzt mag ich... Was? Da bleiben. Du steckst deine Füße nicht unter meinen Tisch. Ja, und nicht unter deinen Tisch, aber unter meine Bettdecke. Lorenz, mich trifft noch mal der Schlag. Oh, komm, versprich mir nichts. Lorenz! So, Vater? Ja? Es würde mir leid tun, was denn? Wenn unser gutes Verhältnis so enden müsste. Aber warum soll es enden? Ja, richtig. Am Ende, da sind wir jetzt. Was? Jetzt kann sowieso nur noch der Herr Pfarrer bei uns helfen. Also, Amal, jetzt hör doch einmal auf. Er tut ja gerade, als wären wir im Mittelalter. No. Ja, oder vielleicht noch früher. Noch früher? Früher? Da ja hätte man dich geköpft. Um Gottes Willen, da wäre ich noch kleiner gewesen. Oder erschossen. Wo ich so schreckhaft bin. Da gehst du jetzt hinein und setzt dich hin. Und du, Corby, du bist so gut und schaust dir mal in den Spiegel rein. Warum denn? Ja, dann siehst du, was für ein alter Kopf das da rausschaut. Moment mal, ich bin in der Blüte meines Lebens. Ja, da muss ich meinem Tiger schon recht geben. Ja. Außerdem ist das Alter gar nicht wichtig, gell? So ist es. Wenn sonst alles klappt. Ja, wenn alles klappt. Da schau her. Das ist ja das, was wir befürchten. Was denn? Dass vielleicht doch was klappt. Daher der Name Klapperstorch. Ja. Geh, Monika. Ja? Sei wenigstens du vernünftig. Ja. Komm, Tiger. Ja? Wir gehen jetzt in deinen Käfig. Ja, sehr richtig. Hoffentlich finde ich die Käfigtüre. Komm, Papa, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen sofort nach. Ja, komm, nein, wir dürfen jetzt nichts überstürzen, gell? Nein, aber viel Zeit haben wir auch nicht. Tja, die zwei, die sind gleich ausgezogen. Aber der Vater doch nicht mehr. Papa, ich schau doch nicht tatenlos zu, wie der alte Tiger mein zukünftiger anbeißt. Ja, anbeißt? Jetzt wird er auf einmal lebendig. Der ist vorher angegriffen, war alles nicht passiert. Ja, da, schau her. Jetzt war der Bubi da noch in Schuld. Was? Hab doch überhaupt nichts gehört davon, oder? Hau dich mal da. Du sollst den Bub nicht immer schlagen. Bei dir trau ich mir ja nicht. Dein Glück sei. Ja. Also, es ist unglaublich. Und du? Du sitzt da hinten und sagst kein Wort. Was sagst denn du zu dieser Geschichte? Hör zu mal auf. Also, ich glaube, ich kann Licht ins Dunkel bringen. Ja, hoffentlich. Schon ja. Also, da steht's nicht drauf, aber auf die anderen Flaschen steht drauf, dass man die Tropfen täglich nehmen muss. Ja, und was hilft uns das jetzt? Ja, dass du es täglich nehmen musst, weil sonst wirkt das Mittel nicht. Ja, und? Ja, und? Mein Gott, nein.
Also, Christian, begreif mich doch. Oder bist du wirklich so blöd? Ja, er ist doch sein Vater. Dein Opa, der hat doch diese Tropfen nur einmal genommen. Also kann morgen alles vorbei sein. Ja, da magst du schon recht haben. Ja. Aber dazwischen liegt eine ganze Nacht. Du, in einer solchen Nacht, da kann von allerhand passieren. Da darf nichts passieren. Ich schieb die ganze Nacht Wache. Ja, Buhe. Ja, das ist eine grandiose Idee. Ja, das hast von mir, gell? Papa nicht. Und wir helfen dir dabei. Ja, alle zwei Stunden lösen wir uns ab. Eine halbe Stunde mache ich auch mit, ja? Also ich mache auch mit. Sofort. Ja, und wer geht als erstes auf einen Posten? Ich. Und zwar sofort. Ha, ja. Nicht, dass da drum schon die Post abgeht und wir reden da herunten recht scheiter her. Schlaf aber nicht ein vor dem Zimmer. Ich kenn dich doch, du. So, und diese Liebestropfen, die steck ich jetzt ein. Nicht, dass noch mal was passiert. Du. Na, so ein Gefried, hä? So ein Durcheinander haben wir doch schon lange nicht mehr gehabt am Hof. Durcheinander ist ja gelinde ausgedrückt. Ja, mir darf jetzt nichts überstürzen. Wir brauchen jetzt einen klaren Kopf. Und einen klaren Schnaps, den brauche ich jetzt als erstes. Ja, da kannst du mir auch einen mitbringen. Genau, ja. Ja, bringst mir auch einen. Dann kommst ganz schön daher. Also, dass mich der Großvater den letzten Nerv kostet, das habe ich ja gewusst. Aber dass er mich jetzt noch zum Alkohol treibt, das hätte ich nie geglaubt. Jetzt tu nicht schon wieder übertreiben. Wegen einem Glaserl Schnaps wärst du Alkoholiker, oder? Tja, wir reden von einem Glaserl. Ich brauch jetzt die ganze Flaschen. Ja, du bist ja verrückt. Was magst du denn? Also, nein. Oh. Amalie, hör auf. Das tut dir nicht gut. Lass doch, vielleicht tut's mir gut. Wenn du... Außerdem musst du das mir überlassen, was mir gut tut und was nicht. Ich hab bis jetzt immer noch gewusst, was mir gut tut. Bis auf einmal. Das war, wie ich ihn geheiratet hab. Da wär's gescheiter gewesen, ich hätte damals eine ansteckende Krankheit genommen. Ja, das glaube ich, wäre gesünder für mich gewesen. Was ich in diesem Haus alles mitmachen muss. Und du? Du hast mir jetzt gerade noch gefällt zu meinem Glück. Bringst uns so ein Teufelszeug ins Haus. Na, nicht nur, dass du es mitbringst, nein, dass man diese Liebestropfen auch noch trinken muss, das ist ja wohl die dümmste Idee deines Lebens gewesen. Mein Gott, nein. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass man das leid tut und wie leid das man tut. Wenn ich nur alles rückgängig machen könnte, das darf ich machen. Koste es, was es wolle. Das war mir auch recht. Aube, das ist jetzt der Erste, der schon weiß. Meinst du? Ja, wahrscheinlich weiß es schon das ganze Dorf. Um Gottes Willen. Wahrscheinlich gehen sie schon Haberfeld rein bei uns. Lorenz. Wahrscheinlich zünden sie uns Haus an. Geh, du schaust viel zu viel Fernsehen. Ja. Na, so schlimm sind die Leute heutzutage nicht mehr. Bei uns im Dorf schon. Mei, ich sehe schon alles in hellen Flammen. Glaub, es nützt nichts. Muss aufmachen. Ja, was für ein Rümpf, ich geh denn da nicht bei der Tür rein. Der Reichinger persönlich, grüß Gott, grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Reichinger, da geh mal her zu mir. Ist er da? Ja, was höre ich denn da für Sachen? Ha? Was passieren denn da für skandalöse Dinge auf deinem Hof? Da hat sich ja doch wohl der Schlund der Hölle aufgetan, was? Ja, Herr Pfarrer, nur, dass nicht der Teufel rausgesprungen ist, sondern unser Großvater. Unglaublich! Das ganze Dorf spricht schon davon. Ja, was fällt ihm denn ein, diesem alten Hallodreher, hä? Ja, Herr Pfarrer, wollen wir doch hoffen, dass ihm nichts mehr einfällt. Ja, sagen Sie mal, ist denn das heutzutage so üblich, dass sich so ein alter Grauderer einfach ein junges Mädel zu seinem Vergnügen nehmen darf? Liebe Amalie, du siehst mich genauso erschreckt und sprachlos. Noch nie stand ich einem derartigen Auswuchs des Bösen gegenüber.
Ja. Ja, Auswuchs des Bösen, dass ich nicht lache. Ja, also, Herr Pfarrer, böse ist er ja jetzt nicht, der Großvater. Nein. Ich würde eher sagen, verkalkt. Ja. Ja, und von Auswuchs ist sicherlich auch nicht die Rede. Hoffentlich auch nicht von Nachwuchs. So, dann ist es also wahr, was ich höre. Die beiden wollen heiraten und Kinder kriegen, ha? Ja, mindestens 6 Stück. Also daraufhin muss er mir erst einmal niedersetzen. Ja, Herr Pfarrer, bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, bitte, rutschen Sie nach, dann habe ich auch noch Platz, gell? Ja. Also, Herr Pfarrer, was sagen Sie zu mir? In der Bibel steht zwar geschrieben, liebet und vermehret euch, gell? Aber dass sich ein 70-jähriger Krauterer noch vermehren soll, also davon steht nichts drin, gell? Und das alles soll bloß von diesen Liebestropfen herrühren, die da aus dem Nachlass der Emerentia Lackner, Gott hab sie selig. Das soll die Mistviecher stammen. Ja, also, Herr Pfarrer, diese Liebestropfen, die sind von mir. So? Ja, Herr Pfarrer, darf ich mich bei Ihnen zur Beichte anmelden? Oder ist die Sünde so groß, dass ich allein in der Hölle schmoren muss? Schmoren. Ja, apropos schmoren. Schmorbraten, gell, Schmorbraten, mein Lieblingsgericht. Das muss ich jetzt sofort meiner Köchin sagen. Jetzt denkt er ans Fressen. Oh. Und du, Traudl, brauchst keine Angst haben, dass du da drunten alleine bist. Na, der Großvater ist dir bestimmt sicher. Aber geh, meine Lieben, man muss ja nicht gleich so schwarz sehen, gell? So schnell kommt niemand in die Hölle. Der liebe Gott kennt die menschlichen Schwächen und er wird auch bestimmt in diesem Falle Gnade walten lassen. Ich als Seelsorger muss versuchen, das Schlimmste zu verhindern und die beiden von der Sünde geblendet zurück auf den richtigen Weg führen. Das wäre eine Sauarbeit, Herr Pfarrer. Wir haben es auch schon versucht, alles zwecklos. Ja, trotzdem muss ich mit Beistand von ganz oben die Sache anpacken. Der liebe Herrgott wird den Sündern ins Gewissen leuchten und sie besänftigen. Ja, wo sind denn die zwei jetzt, ha? Näher bei dem Chef. Ich hoffe ja bloß, dass er mit dem Erleuchten schon angefangen hat. Lieber Lorenz, sei ganz beruhigt. Der liebe Herrgott ist immer dort, wo man ihn braucht, gell? Ja? Ja. Und wo war der dann, wie ich geheiratet hab, ha? Also, Lorenz, wir zwei sprechen später noch mal, gell? Ich hab's befürchtet, ja. Also, Herr Pfarrer, dann wollen wir doch wirklich hoffen, dass der liebe Gott jetzt schon droben ist beim Großvater im Zimmer. Ja, wo er doch so viele andere auch erleuchten muss. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Lorenz, schnell, führ mich sofort zu diesem Zimmer. Müssen wir jetzt sofort noch schauen. Komm, Herr Pfarrer. Vielleicht können wir da noch was machen. Eine Treppe rauf, da kommt nicht der Pfarrer. Ja, das ist eine Idee. Ja, die Treppe rauf. Ja, ich lasse die Treppe rauf. Mein Gott, nein. Und ich bin an allem schuld. Ich sehe mich schon in der Hölle auf einem glühenden Spieß rollieren. Ja, und der Teufel, der sitzt daneben und lacht recht höllisch. Mhm. Tja, mei, gib's dann mal dein Paar von deinen Liebestropfen. Dann ist er unterwegs und du hast deine Ruhe. Ja, Spottner, hast schon recht. Ich hab's verdient. Ja. Lieber Herrgott im Himmel, lass deinen Azubi die rechten Worte finden. Ich glaub nicht, dass der Herr Pfarrer da droben was ausrichten kann. Ja, aber vielleicht kann es zum Beten animieren. Ja, und? Ja, und wenn's beten, können sie nicht sündigen. Na, also, jetzt kommt der Herr Pfarrer. Nichts. So etwas ist mir in meiner gesamten Priesterlaufbahn noch nicht untergekommen. Gell? Mit Engelszungen habe ich vor der Türe auf die beiden eingeredet. Nichts, gar nichts, nicht einmal ein Amen nach dem Ave Maria. Und Josef. Ich habe versagt. Die beiden scheinen fest
in der Hand des Bösen zu sein. Also, Herr Pfarrer, es tut mir ja leid, aber ich habe mir ja gleich gedacht, dass sich dieser Liebesknochen auch von einer Geistlichkeit nicht bremsen lässt. Ja, nun gut, ich werde jetzt gehen, den Heiligen Geist anrufen, damit er mir beisteht, die beiden Sünder zurück auf den richtigen Weg zu führen. Im Geiste bin ich bei euch, gell? Ja, ja. Das hilft uns sehr. Ja, wo wird jetzt die Kirchen bloß die Himbeergeistflaschen hingestellt haben, ha? Oh, da helfe ich einer Suche, ich geh mit dir lieber in den Pfarrer. Ja, grüß Gott, dann. Grüß Gott, Dankeschön, Herr Pfarrer. Dankeschön. So, jetzt haben wir's. Ganz auseinander und durcheinander ist der Herr Pfarrer, gell? Und einen Heiligen Geist will er auch anrufen. Hoffentlich ist der daheim. Wir können jetzt nur auf den guten Kern vom Korbi hoffen. Also wenn wir auf den guten Kern vom Korbi hoffen, dann, liebe Traudl, können wir gleich anfangen zu stricken. Ja, was denn? Da frag doch nicht so blöd. Babysachen, natürlich. Oh, mein Ich bin fix und fertig. Ich bin total erschlagen. Und ich erst. Was glaubst denn du, was das für Arbeit ist? Die ganze Nacht mit einem Ohr an der Tür und mit dem anderen Auge am Schlüsselloch. Also bei meiner Wache ist nichts vorgekommen. War bei euch was? Überhaupt nichts. Nichts Verdächtiges. Nein, bei mir war auch gar nichts. Aber wenn was gewesen war, das sag ich dir, ich war nein in das Zimmer und hätte den Eugen rausgezogen aus dem Zimmer. Da kannst du dich drauf verlassen. So. Also? Was hört mal los, du bist wieder dran. Und? War was? Nix. Tote Hose. Bist du da auch ganz sicher, Bub? Ja, freilich, Mama. Ja, da kann's ja leise auch zugehen bei sowas. Aber so leise dann doch wieder nicht. Ja. Außerdem habe ich auch nichts durchs Schlüsselloch gesehen. Also, das ist sehr verdächtig. Also, dass sich da gar nichts rührt, das ist doch komisch. Du, dann red nicht so viel umeinander und genau. Ja. Nicht, dass du den Augenblick langweiliger. Ich hoffe ja bloß, dass von euch zwar keiner eingeschlafen ist da droben vor der Tür. Ja, und das Wichtigste verpasst hat. Also, Bub, da kannst du dir ganz sicher sein. Bei solchen Sachen mach ich kein Auge zu. Das glaube ich dir aufs Wort. Also, da passt ja du auf ihre Lux, gell? Freunde. Aber es ist zum Verrücktwerden. Da sitzt du, oder du gehst, oder stehst, oder und passt auf jedes geringste Geräusch. Dann hörst was, dann denkst du dir, ah, jetzt geht's los. Und? Nix, gar nix, falscher Alarm. Mir ist ja genauso gegangen. Ich hab auch ein paar Mal gemeint, jetzt hör ich was. Und was glaubt ihr, was ich gehört hab? Was denn? Mama? Nichts. Rein gar nichts hab ich gehört. Aber das dürft's mir glauben, wenn ich was gehört hätte. Nein, ich war nein, der Alte hätte was allein kennen von mir. Ach, ihr seid doch alle viel zu zimperlich. Naja, ich bin ja bloß gespannt, wann dieses Liebestropfenwasser sein Zauber oder seine Wirkung verliert. Auf alle Fälle hab ich jetzt diese Liebestropfen eingesteckt. Das ist gut. Ja, nicht, dass der Großvater vielleicht auf die Idee kommt, dass er Genuss dran findet und noch ein Glaserl haben will. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass alles wieder gut wird. Ja, hoffentlich. Noch so eine Nacht mach ich nicht mehr mit. Spiel doch nicht noch mal Schlafzimmerüberwachungstrupp. Und pass auf, gell, dass der alte Tiger das junge Vogel nicht vernascht. Ja, hoffentlich ist dem Vogel nichts passiert. Ach, boah. Ich weiß nicht. Der Korbe, der hat ja gestern vor Kraft gestrotzt. Es wäre, wenn er das nachholen möchte, was er in seiner Jugend versäumt hat. Wenn wir Glück haben, ist ja heute alles vorbei. Ja, hoffentlich. Ja, ist eine laut Gebrauchsanweisung, dauert das nur einen Tag. Ja, da hast du schon recht. Ja. Moment einmal, dann könnte es ja sein, dass meine Monika auch wieder normal wird und ich noch eine Chance bei ihr hätte. Freilich. Ja, freilich. Und schau her, dein Vater, der ist auch für die Monika. Ja, ich doch auch. Natürlich, Bue. Zu dir passt doch die viel besser, als wir zu dieser alten Trauerweide. Danke, Mama. Dann warten wir halt weiter. Ach,
Mein Danke, Mama, dann wart bald weiter. Herrschaftszeiten, Christian wäre heute mein Mannsbild. Mei, überleg doch, deine Eltern stehen hinter dir. Nicht so. Mein Gott, na, greif an. Ran an den Speck, hat die Maus gesagt. Und schon war's drin in der Mausefallen. Na, schau, die Traudl hat schon recht. Ja, geh weiter, Bub. Zeig's ihm, diesem alten Draufgänger. Was? Was? Gottes Willen, was ist passiert? Ja. Nix. Hau da jetzt mal hinein. Na, lieber nicht, aber er kommt runter. Was? Was machen wir ja, da? Was machen wir denn? Ganz einfach. Ruhig bleiben. Wir verlassen jetzt sofort dieses Zimmer und beobachten aber genau, was er tut. Ja. Da hast du echt mal nichts genau. Na, bleibe ich auch nicht da, hey, hallo. Heute habe ich nicht nur Kreuzschmerzen, sondern auch Schädelweh. Um Gottes Willen, was habt ihr nicht alles zusammengesoffen? Ja, ich habe einen kleinen Filmriss. Weiß nicht mehr so viel. Ein paar Schnapsen habe ich getrunken. Und die Traudl war da. Und, Bub, du kommst gerade recht. Ich brauche dringend deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja. Bei deinen unsittlichen Handlungen? Was? Nein, Opa, gewiss nicht. Was? Hör doch auf, bleib mal da! Renn nicht davor, so wie spinnst denn du? Ich bin verkehrten Fuß aufgestanden. Depperter, pur depperter. Oh, Schädel, wie Gottes Willen. Und einen Knick in der Optik habe ich auch. Mir war so, als in dem zweiten Bett neben mir ein junges Mädel drin kriegen ist. Naja, träumen will man wohl noch dürfen. Ach du, Amalia, pass auf. Ich habe da ein ganz großes Problem. Okay, ja. Du hast ein Problem? Ja. Falsch. Was? Du bist ein Problem. Was? Hallo, jetzt lass mal hin. Ah, hey! Deppert, Wohnheim ist und nicht zu Spaß. Na, dann Marische. Und, Traudl, gut, dass du da bist. hallo, Traudl, ist ja. Hallo, schön, mein Kind. Ja, ist ja so, mein Kind. Bin ich denn da in einem Irrenhaus? Ha? Aha, jetzt kommt der Nächste. Also, bevor du mich dumm anquatscht und saublöd herredst und mich an, sagst du, setz dich mal nieder und was? Vorher eine Frage. Ja, bitte. Wann soll deine Hochzeit sein? Meine Hochzeit? Ui, den hat's böse erwischt. Was denn für eine Hochzeit? Zweite Frage. Ja. Wer heiratet die Monika Kornbichler? Wen? Monika? Ja, unser Christian, wenn er sich nicht so blöde anstellt, oder? Letzte Frage. Ja? Wie alt bist du? Na, hör doch auf mit dieser blöden Fragerei. Besonders kein Quickspiel, oder? Er fragt, wie alt ich bin. Das weißt du doch, fragt er nicht so deppert, oder? Vater. Was? Bist du wirklich wieder ganz normal? Na, geh auf, du weißt, dass ich hier oben immer fit bin. Ja, ja. Also. Nur gestern warst du mir ein bisschen zu fit. Gestern? Ja. Ja, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Gestern, ich habe einen kleinen Filmriss. Aha. Ich weiß nicht mehr alles ganz genau. Sag mal, habe ich gestern einen Rausch gehabt? Was? Könnte man so sagen. Aha. Ja. Mhm. Einen Bierrausch? Nein. Nein? Einen Schnapsrausch? Nein. Nein? Das war mehr ein Liebesrausch. Ein Liebesrausch? Geh ja, doch auf, komm, jetzt sag, was war denn da los? Unter uns gesagt, Vater. Unter uns? Sag einmal, hast du sie rumgekriegt, ohne dass wir was gespannt haben? Was? Den Buben kannst du es doch sagen. Wen soll ich denn rumgekriegt haben? Ach, jetzt stell dich nicht so blöd. Ha? Hast doch die Monika gestern mit auf dein Zimmer genommen. Na, ich? Ja. Die Monika auf mein Zimmer? Ja, nee. Was soll denn da gewesen sein? Ha? Bitte, wenn du sagst, es ist nichts gewesen, dann war halt nichts. Also bitte, Lorenz, Spaß beiseite.
Ringe über seinen Schmarrn her, alles, was du bis jetzt erzählt hast, das kann man direkt greifen, ne? Das ist alles wahr, aber wenn du es nicht glaubst, ich bring dir Zeugen, einen kleinen Moment. Na, da bin ich. Kommst du mal rein, der Alt ist wieder normal. Was bin ich? Was? Ist jetzt der Tiger aus seinem Tank entlaufen, hat? Herrschaft Rettler ist ein Blödsinn, der Herr. Möcht wissen, was bei euch los ist? Ah, ich weiß. Ihr wollt mich loswerden, ne? Mich für deppert erklären lassen und ab in die Anstalt. Okay, Korbi, so ein Schmarrn, was bist du denn, ey? Ah. Die schaut das. Es wäre, wenn der von gar nichts was weiß. Ich weiß gar nicht, was soll ich von gar nichts was wissen, ha, überhaupt? Der Lorenz hat auch schon so einen Blödsinn dahergelegt. Die Monika hätte ich mit auf mein Zimmer genommen. Oder? Habt ihr was Besseres auf Lager? Obwohl, in meinem Delirium war mir so, als wenn noch jemand im Zimmer gewesen wäre. Ne? Ja, das war schon so. Und das war auch meine Monika. Ha? Du hast es einfach mitgenommen, hast es mir ausgespannt. Und du wolltest sie gnadenlos verführen. Ja, du bist ja nicht mehr ganz gesund da herum, oder? Ich bleib bloß noch sagen, ich muss heiraten. Ha? Ja, das willst du auch. Ha? Du hast ja sogar das Aufgebot mit dir bestellt. Was hab ich? Aufgebot? Ich? Ja. Jawohl, du. Und du warst sogar bei ihren Eltern und hast um ihre Hand angehalten. Ha? Wie ein junger Stenz. Was? Ja. Und Tiger hat sie dich heißen dürfen. Tiger? Mhm. Dann mach's mich doch nicht noch blöder, wie ich schon bin. Die schaffen nicht einmal mir. Ja, Jungs, mal in meinem Zimmer. Du müsst ja. So was weiß ich ganz bestimmt, weil so blöd bin ich auch wieder nicht, ne? Das waren die Liebestropfen, die dein Hirn so vernebelt haben. Jesus, Liebestropfen, natürlich. Ja, ja, Moment mal, aber die hätte doch der Christian saufen sollen, ne? Ja, hätte. Aha. Es war auch alles vorbereitet. Aber? Ne? Dann bin ich bloß für einen kurzen Augenblick in die Küche ausgegangen. Ja. Ja, und in der Zwischenzeit hast du alles zusammengesoffen. Ja, weil du nämlich deinen Kragen nicht vollkriegen kannst. Ja, und denn die so eine Wirkung gehabt. Und wie? Ich wollte sogar schon im Tierpark anrufen und für dich einen Tigerbändiger bestellen. Ja, du warst ja ganz schön außer Rand und Band. Mhm. Jesus, ja, da ärgert ihr mich direkt, dass ich davon gar nichts mehr weiß. Ne? Ja, mein, das tut mir leid, lieber Christian. Da hab ich dir ganz schön hineingepfuscht. Ja, du sagst das so. Ja, und da gibt's aber eine Möglichkeit. Du trinkst jetzt ein paar Schluckerl aus dieser Liebestropfenflasche und dann nichts wie hinauf. Aufs Zimmer zu Monika. Nein, 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 Opa, das mache ich nicht. Weil erstens möchte ich die Monika ohne Betrug und irgendwelche Liebestropfen erobern. Ja. Und zweitens, ich weiß ja gar nicht, ob die noch völlig unversehrt ist. Ja. Ja, sag mal, du Knabe des Rotzes. Oh. Ja, was denkst denn du von mir, ha? Ja, der hat schon recht. Was? So wie du dich gestern aufgeführt hast, gell? Und außerdem, beim Gebrauchtwarenhandel muss man immer mit versteckten Mängeln rechnen. Ja, ja, so ist es. Nur, dass man diese versteckten Mängel oft Monate später erst sieht. Also, gell, Amalie, rede ich zu zweideutig daher von einem älteren Herrn. Das tut mir nicht. Außerdem möchte ich euch sagen, dass die Monika ein liebes, nettes, anständiges, braves Mädel ist. Okay. Und ich ein sehr solider junger Mann. Sag mal, was tue ich denn bei euch auf dem Hof? Und mein Schlafanzug. Ja, jetzt bin ich gerade im Großvater auf seinem Bett aufgewacht und hab so einen bösen Traum gehabt. So, was, einen bösen Traum? Dann erzähl, komm, geh weiter. Nein, das kann ich nicht. Doch, erzähl mir, ich möchte auch wissen, was in dem Traum alles passiert und vorgekommen ist. Also, wenn du meinst, Großvater, also in den Traum, Großvater Reichinger, da bist du ganz, ganz deutlich vorkommen. Ich bin als ganz vorgekommen? Nein, ganz deutlich. Also. Jetzt wird's auf jeden Fall schon interessant. Also, das war so. Ja, der Großvater und ich, wir haben uns getroffen. Und dann ist alles ganz schnell gegangen. Ja, okay? Weil der Großvater hat mir nämlich einen Antrag gemacht. Ja, dann sind wir zu meinen Eltern gegangen und haben gesagt, dass wir heiraten wollen. Und vor allen Dingen, dass wir Kinder kriegen. Oh, was bin ich nur für ein Draufgänger im Traum. Naja, und dann sind wir in Großvater sein Zimmer gegangen und wollten. Und wollten Fenster wollten wir aufmachen.
Also Traum ist gar nicht sagen. Nein. Schon allein bei den Gedanken, da müsste ich morgen schon zum Beichten gehen. Sag's mir, vielleicht muss ich mit zum Beichten. Meinst du, Großvater? Ja, schauen wir mal. Also wir wollten... Also was ihr wolltet, ist eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Wichtig wäre jetzt endlich zu wissen, ob ihr das, was ihr wolltet, auch getan habt. Natürlich nicht. Ja? Der Opa ist ja sofort eingeschlafen. Immer diese verdammte Müdigkeit. Ne? Ja. So, Monika. Ja? Ich glaube, jetzt ist der rechte Zeitpunkt, ja? Dass ich dich frage, magst du mich heiraten? Weil ich bin kein Traum und ich hoffe, dass ich nicht immer gleich einschlafe. Na endlich! Ja, freilich, Bui. Und ich hab mir schon so oft gedacht, warum du mich nie gefragt hast. Naja, weil ich mich nicht traut hab. Aber jetzt hat sich alles geändert. Ja. Mei. Ui. Gott sei Dank. Ja. Ach, hat der ein Temperament. Und zum Guten hat sich alles geändert. Ja. So, das müssen wir natürlich jetzt sofort begießen. Ja. Mit einem kleinen Schnapsel und natürlich auch mit einem Kaffee. Lorenz, du hilfst mir beim Kaffee kochen. Mhm. Und du gehst jetzt sofort runter zum Bäcker und holst uns einen Kuchen. Ist recht, Mama. Bin gleich wieder da. Ist schon recht. Na, Christian, ja, Opa. Bitte nimm keinen Sandkuchen. Warum? Der staubt schon. Und wir schlucken jetzt schon, Vater, gell? Lorenz, ja? Du schluckst nichts. Du hilfst mir jetzt beim Kaffee kochen. Also. Auf geht's, Lorenz. Außerdem musst du noch Tisch decken, abspülen. Ja, ja. Na ja. Was denn? Und ich werde jetzt auch heimgehen. Komm, geht doch mal. Mein Gott, nein. Also, ich freue ich mich auf mein Bett. Ich konnte es gar nicht sagen, das war eine anstrengende Nacht. Ja, du hast das gut überstanden. Und deine Liebestropfen haben auch ihre Wirkung getan. Mit einem kleinen Umweg, gell? Ja. Ja. Du, Corby, ja? Darf ich dich was fragen? Bitte frag, dass du was lernst. Soll ich ab heute Corby oder Tiger zu dir sagen? Das kannst du machen, wie du willst. Sag Tiger, das passt am besten zu mir. Das glaub ich. Also gut. Okay. Dann sag ich halt Tiger, gell? Ja. Also, fährt dich gut. Ja. Tiger. Das war kein Tiger, das war eher eine Hyäne. Also, meine liebe Monika, ein großes Kompliment muss ich dir machen. Du warst großartig. Opa, du warst spitze. Und deinen Christian hast du auch gekriegt, ne? Ja, aber das nur, weil du so ein Draufgänger warst. Jetzt geh mich umziehen, ja, gell? Ich Übrigens, Opa, ja? Danke für alles. Was heißt danke? Das Beste habe ich ja verschlafen. Das nutzt ja alles nichts. Na, Vater? Ja, was denn? Ist da alles in Ordnung? Nein, möchte ich nicht sagen. Nicht? Ich habe ein sehr komisches Gefühl im Magen. So? Mir ist gar nicht so gut. Ich habe auch das Gefühl, diese Liebestropfen haben eine kleine Nebenwirkung. Ja, was denn für eine Oper? Ja, Alarm, Alarm! Es rührt sich was im Darm. Und ich gehe wieder zu meiner Monika. Ja, Herr Ischel. Warte mal. Hast du zufällig noch das Flascherl? Das mit den Liebestropfen? Ja. Nein, das hat Mama eingesteckt. Schade. Hätte ich gerne mal ausprobiert. Vielleicht wäre ich auch einmal so richtig wild geworden. Ja. Papa, bei wem? Vergiss es. Ja, grüß Gott, der Lorenz. Grüß Gott, ja. Grüß Gott, Christian. Ja, ich wäre ja schon viel früher gekommen, gell, um nach dem Rechten zu schauen. Aber auf den Schrecken hin mit dem Großvater, da habe ich mir erst einmal ein Glas Wein gegönnt. Ja,
Aber aus Versehen muss ich wohl die ganze Flasche erwischt haben. Ja. Ja. Jedenfalls bin ich dann sofort eingeschlafen und schlief den Schlaf der Gerechten. Und mir schlang uns eine ganze Nacht um die Ohren. Ja, warum denn das ist, was passiert? Hä? Nein, Herr Pfarrer, passiert ist nichts, Gott sei Dank. Na, auch der Opa und die Monika haben fest geschlafen. Ja, ist ja gut, ich hab's ja doch gewusst, dass wir uns auf den guten Kern im Großvater verlassen können. Die beiden wurden in Versuchung geführt, so wie Adam und Eva. Doch, sie blieben standhaft. Herr Pfarrer, aber nur... Weil sie keinen Apfel gehabt haben. Nein, weil sie vorher eingeschlafen sind, die beiden Sünder. Also Mama heute ein bisschen zurück. Ja, blamierst ja die ganze Familie. Aber geh, Lorenz, keine Aufregung, so schnell bin ich nicht aus der Ruhe zu bringen. Doch, dann sind wir aber schon sehr froh. Herr Pfarrer, also Sie müssen mich jetzt wirklich entschuldigen. Ich habe noch ein paar wichtige Vorbereitungen. Ja, ist schon recht, Herr Mann. Gut, Herr Pfarrer. Ja, der Pfarrer ist da. Ja, der Korbi. Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, was führt Sie noch zu uns? Ja, die Ereignisse da auf dem Hof, die interessieren mich schon sehr, gell? Ja, da bin ich schuldig. Ich habe aus einer Liebestropfenflasche ein bisschen was getrunken und das hat meine Sinne verwirrt. Ja. Ich weiß Bescheid. Ja? Meine Gebete vor deiner Zimmertür haben den lieben Herrgott rechtzeitig einschreiten lassen, bevor es zu spät war. Wollen Sie damit sagen, Sie waren gestern auch schon da? Ja, selbstverständlich. So? Ich bin immer zur Stelle, wenn es gilt, die Sünde zu bekämpfen. Na ja, ich bin ja Gott sei Dank eingeschlafen. Ja. Da hat sich der liebe Herrgott sicherlich etwas dabei gedacht. Ja, natürlich. Dass die zwei zusammenkommen, die zusammenpassen. Ja, das habe ich schon vernommen, dass der Christian und die Monika ein Paar werden wollen. Ja. Und wer ist daran schuld? Mein gesunder Schlaf. Nein. Der liebe Gott. Ah, jawohl. So. Ja. Aha. Ja, also Christian, dann komm noch recht bald bei mir vorbei mit deiner Braut Monika. Ich habe euch sehr viel zu erzählen, was ihr unbedingt über die Ehe wissen müsst. Herr Pfarrer, das glaube ich, Kinder vergessen. Die heutige Jugend ist besser aufgeklärt, wie wir meinen. So? Ja. Ist das so? Naja, Herr Pfarrer, ich danke Ihnen auf jeden Fall recht herzlich. Ich schau dann übermorgen mit der Monika bei Ihnen vorbei. Ja, so ist recht, das freut mich, gell? Also dann, grüß Gott. Grüß Gott, Pfarrer. Grüß Gott. Ja, danke. Schönen Sie noch Grüß in Ihre Küche. Ja, danke, das werde ich ausrichten. Ja. Grüß Gott. Ja, gehen Sie noch ein Stück raus, gell? Ja, grüß Sie, bitte schön. Fallen Sie noch ein Stück. Ein schöner Grüß, mein lieber Dr. Ja. Das sag ich dir. So eine Aufregung könnt ihr nicht alle Tag brauchen. Ja, hör doch auf. Der ist auch am liebsten aus der Liebestropfenflaschen einen kräftigen Schluck genommen, damit du auch einmal so ein Raubtier wärst, wie ich war. Ja, aber nicht der Hund. Jetzt habe ich alle Vorbereitungen getroffen, alles ist hergerichtet und jetzt darf ich sagen, trinken wir doch einfach ein Schnapserl miteinander. Zu was denn? Ja, ganz einfach, zur Versöhnung. Gut, zur Versöhnung bin ich einverstanden. Ja. Also dann, nachher Prost. Prost. Sehr gut. Was hast du denn? Der schmeckt aber komisch, du. Ja? Der meine war ausgezeichnet. Ja. Lorenz, ja. Bei dir war es auch kein Schnaps, nee, sondern Liebestropfen. Boah. Nein!
Herr Kirsti Traudl, wie geht's dir denn? Ja, ich weiß schon gut. Mira. Kirsti, Mama, darf mich da hier sitzen? Freilich. Danke. Du kommst mir grad recht. Kirsti, Papa. Ja, grüß dich, Papa. Ja, hörst du. Wir haben uns doch heute schon gesehen. Ach, du warst es. Christian, ja? Sag einmal, hast du diese Schnapsgläser da ausgetrunken? Hm? Ich? Na. Schade. Hä? Wieso schade? Ja, ich meine schade, dass wir jetzt nicht wissen, wer den Schnaps da zusammengetrunken hat, ne? Nein, das ist doch ganz einfach. Wieso? Ja, wenn's die zwei nicht waren, ja, dann bleibt doch nur noch einer übrig, oder? Hat der Vater wieder geschnapselt. Ja, bestimmt auch noch. Um Gottes Willen. Hoffentlich wird das Mittel bei älteren Menschen nimmer. Sonst gibt es eine Katastrophe. Was? Warum? Habt ihr mir Gift nicht? Schmarrnergift. Ja? Nein, aber da war was Aufputschendes drin. Was Aufputschendes? Ja. Ja, sag einmal, spinnst du? Dann werdet ihr alle noch frecher. Wo ist jetzt der Vater? Was? Ja, ich hab ihn gerade noch gesehen, wie er aufs Häusl rausgerinnt ist. Was, aufs Häusl? Dann kann vielleicht noch alles gut werden. Ja, vielleicht war das Mittel schon schlecht. Er hat aufs Häusl müssen und alles ist schon wieder draußen. Ja, 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 ja. Alle versammelt, stellt euch mal vor, ich gehe vom Locus kommend über den Hof, trifft mich doch der Pfeil vom Amor. Ja, direkt ins Hirn. Nein, mitten ins Herz. Ja, ich schaue über den Zaun, da sehe ich einen lachenden Engel. Ja, mir wurde so warm um die Brust. Ja, wärst halt der Räumerunterwäsche wieder anhaben. Nein, ich hab mich verliebt in diesen Engel. Oh, schön, Gräbvater. Aber jetzt darfst du wieder aufhören. Nein, jetzt geht's erst los. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bei ihr und bei mir. Oh, mir ist sofort gewusst, wir beide gehören zusammen für immer. Opa, von wem redst denn du? Ja, da wirst du schauen. Also, ich glaub, da ist was in die Hosen gegangen. Nein, ich war schon herunten. Sag einmal, ja. Wie kann man denn in so kurzer Zeit so deppert werden? Ui, so lang kann es ja kein Schnapsel werden. Da gibt's ja noch mehr so Trinksprüche. Naja, da gibt's einen Trinkspruch. Einen lieben, netten, gleich und gleich. Nein, das wollen wir nicht. Ne? Oh, ich hab's. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt, wenn die Frau kommt und der Christian, dann wird. Na, und dann. Na, was ist denn? Was ist denn jetzt los? Wunderschön. Ja, so. Ist der Hofer. Bei uns schaut's aus. Ja, sag mal, spukt's bei dir? Wahrscheinlich. Traube? Was denn? Schau mal da her. Die Gläser sind ja leer. Ja, wer hat denn den Schnaps zusammengesuppert? Was ist denn da?
Also besonders intelligent schaut's ihr zwei ja nicht aus. Ja, du auch nicht. Ich auch nicht, gell? Jetzt sag mal, hast du den Schnaps zusammengesoffen? Ja. Hätte ich gern gemacht, war aber nicht möglich. Ich komme gerade recht. So, leg mich du für ein Jahr nicht an, gell? Und? Bei dir darf ich mir schon nicht trauen. Ja, dann scheinbar tatsächlich. Grüß Gott beieinander. Grüß dich, Traudl, wie geht's dir denn? Ja, ich weiß schon gut, mir auch. Grüß dich, Mama. Darf mich da hinsetzen? Freilich. Danke. Du kommst mir gerade recht. Grüß dich, Papa. Ja, grüß dich, Papa. Ja, hörst du. Wir haben uns doch heute schon gesehen. Ach, du warst es. Christian, ja? Sag einmal, hast du diese Schnapsgläser da ausgetrunken? Hm? Ich? Nein. Schade. Hä? Wieso schade? Ja, ich meine schade, dass wir jetzt nicht wissen, wer den Schnaps da zusammengetrunken hat, ne? Nein, das ist doch ganz einfach. Wieso? Ja, wenn's die zwei nicht waren. Beim Christian wär's aber höchste Zeit, ne? Okay. Wenn's nur so ein Mittel geben tät, wo man ein bisschen nachhelfen könnte, das wär's, ne? Dann, was sagst du da? Ein Mittel. Ein Mittel? Ja, dass ein bisschen aufwacht, der Bub, ne? Dass ein bisschen frech wird und ein bisschen forscht und so. Also, Korbi, du wärst jetzt ein Lacher, ja. Aber ich glaub, ich hab so ein Mittel. Du? Wieso kommst du so ein Mittel? Ja, du weißt doch, ja. dass die Lackner Emmerins, unser Kräuterweibi, ja. Die ist gestorben. Ja, und die alte Dorfweg da, ne? Ja. Die ist gestorben? Ja. Na, wenn sie sich verbessern kann. Übrigens, weißt du, gerade von der Hexritz, ihre Putzfrau ist vor einem Jahr gestorben. Hä? Ja. Das weiß ich nicht. Weißt du, was die auf den Grabsteinen aufgeschrieben haben? Nein. Sie kehrt nie wieder. Ja. Jetzt hörst du aber auf. Ja. Ja. Du, also, und die Lacknehmerin, ja. Die hat alles im Seniorenclub vermacht. Ja. Und ich habe die Ehre, das alles zu verwalten. Jetzt brauchst du bloß zu sagen, dass du dich in dieses alte Hexenhäusl dann nicht traust. Ja? Ich hab mir nicht traut. Ja? Und so schlimm war das gar nicht. Nein. Was glaubst denn du, was ich da alles gefunden hab? Was hast du gefunden? Ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Also Tees und Kräuter. Und Tropfen. Tropfen. Ja, also da pass mal auf, da schau mal her. Da habe ich jetzt zum Beispiel Tropfen fürs Kreuz. Ah, Kreuzschmerzen aller Art. Ja. Ja, und da habe ich Tropfen für die Knie. Für die Knie, aha. Ja. Und da habe ich Tropfen für die schwache Blase. Für die schwache Blase? Ja, also, und das sind die Tropfen für ein Christian sei wie welchen? Liebestropfen macht Schüchterne scharf und die Angebetene schwach. Und du glaubst, die helfen? Die helfen tausendprozentig. Du, die Lackner Emmerin, ja. Sie hat mir erzählt, die Tropfen sind so stark, ja. Dass ein Huberbahn einen Herzschrittmacher ausgehaut hat. Ja. Ja. Das sind jetzt genau die richtigen für den Christian. Nein, die probieren wir gleich aus. Du, nein, nix da. Was? Die müssen wir zuerst zum Apotheker bringen. Nein, der muss sie untersuchen. So viel Zeit haben wir nicht. Der Christian soll die saufen. Ich hol ihn gleich. Warte, ich bin gleich da. Also, der ist schon gut. Der soll saufen. Ein schöner Gruß. Unser gutes Verhältnis so enden müsste. Aber warum soll es enden? Ja, richtig. Am Ende, da sind wir jetzt. Jetzt kann sowieso nur noch der Herr Pfarrer bei uns helfen. Also, Amal, jetzt hör doch einmal auf. Der tut ja gerade so, als wären wir im Mittelalter. No. Ja, oder vielleicht noch früher. Noch früher? Früher? Da hätte man dich geköpft. Um Gottes Willen, da wäre ich noch kleiner gewesen. Oder erschossen, wo ich so schreckhaft bin. Da gehst du jetzt hinein und setz dich hin. Ja.
Und du, Corby, du bist so gut und schaust einmal in den Spiegel rein. Warum denn? Ja, dann siehst du, was für ein alter Kopf das da rausschaut. Moment mal, ich bin in der Blüte meines Lebens. Ja, da muss ich meinem Tiger schon recht geben. Ja. Außerdem ist das Alter gar nicht wichtig, gell? So ist es. Wenn sonst alles klappt. Ja, wenn alles klappt. Da schau her. Das ist ja das, was wir befürchten. Was denn? Dass vielleicht doch was klappt. Daher der Name Klapperstorch. Ja. Geh, Monika. Ja. Sei wenigstens du vernünftig. Ja. Komm, Tiger. Ja? Wir gehen jetzt in deinen Käfig. Ja, sehr richtig. Hoffentlich finde ich die Käfigtüre. Komm, 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 Mann. Papa, ich glaube, wir gehen am besten sofort noch. Ja, komm, nein, wir dürfen jetzt nichts überstürzen, gell? Na, na, aber viel Zeit haben wir auch nicht. Tja, die zwei, die sind gleich ausgezogen. Aber der Vater doch nicht mehr. Papa, ich schau doch nicht tatenlos zu, wie der alte Tiger meine zukünftige anbeißt. Ja, anbeißt? Jetzt wird er auf einmal lebendig. Er ist vorher angegriffen, war alles nicht passiert. Ja, da, schau her. Jetzt war der Bubi da noch in Schuld. Was? Hab doch überhaupt nichts gehört davon, oder? Schau dir mal da. Du sollst den Bub nicht immer schlagen. Bei dir trau ich mir ja nicht. Dein Glück sei. Ja. Also, es ist unglaublich. Und du? Du sitzt da hinten und sagst kein Wort. Was sagst denn du zu dieser Geschichte? Hör zu mir auf. Also, ich glaube, ich kann Licht ins Dunkel bringen. Ja, hoffentlich. Schon ja. Also, da steht's nicht drauf, aber auf die anderen Flaschen steht drauf, dass man die Tropfen täglich nehmen muss. Ja, und was hilft uns das jetzt? Ja, dass du es täglich nehmen musst, weil sonst wirkt das Mittel nicht. Ja, und? Ja, und? Mein Gott, na! Also, Christian, begreif mich doch. Oder bist du wirklich so blöd? Ja, er ist doch sein Vater. Dein Obst im Falle Gnade walten lassen. Ich als Seelsorger muss versuchen, das Schlimmste zu verhindern und die beiden von der Sünde geblendet zurück auf den richtigen Weg führen. Das wird eine Sauarbeit, Herr Pfarrer. Wir haben es auch schon versucht. Alles zwecklos. Ja, trotzdem muss ich mit Beistand von ganz oben die Sache anpacken. Der liebe Herrgott wird den Sündern ins Gewissen leuchten und sie besänftigen. Ja, ja, wo sind denn die zwei jetzt, ha? Näher bei dem Chef. Ich hoffe ja bloß, dass er mit dem Erleuchten schon angefangen hat. Lieber Lorenz, sei ganz beruhigt. Der liebe Herrgott ist immer dort, wo man ihn braucht, gell? Ja? Ja. Und wo war der dann, wie ich geheiratet hab? Also, Lorenz, wir zwei sprechen später noch mal, gell? Ich hab's befürchtet, ja. Also, Herr Pfarrer, dann wollen wir doch wirklich hoffen, dass der liebe Gott jetzt schon droben ist beim Großvater im Zimmer. Ja, wo er doch so viele andere auch erleuchten muss. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Lorenz, schnell, führ mich sofort zu diesem Zimmer. Müssen wir jetzt sofort noch schauen. Komm, Herr Pfarrer. Vielleicht können wir da noch was machen. Eine Treppe rauf, da kommt nicht der Pfarrer. Ja, das ist eine Idee. Ja, die Treppe rauf. Ja, ich rasche die Treppe rauf. Mein Gott, nein. Und ich bin an allem schuld. Ich sehe mich schon in der Hölle auf einem glühenden Spieß rollieren. Ja, und der Teufel, der sitzt daneben und lacht recht höllisch. Mhm. Tamei, gib's dann mal dein Paar von deinen Liebestropfen. Dann ist er unterwegs und du hast deine Ruhe. Ja, Spottner, hast schon recht. Ich hab's verdient. Ja. Lieber Herrgott im Himmel, lass deinen Azubi die rechten Worte finden. Ich glaub nicht, dass der Herr Pfarrer da droben was ausrichten kann. Ja, aber vielleicht kann er's zum Beten animieren. Ja, und? Ja, und wenn's beten, können sie nicht sündigen. Na, also, jetzt kommt der Herr Pfarrer. Ich bin gespannt. Ja, Herr Pfarrer. Also, nichts, gar nichts.
So etwas ist mir in meiner gesamten Priesterlaufbahn noch nicht untergekommen. Gell? Mit Engelszungen habe ich vor der Türe auf die beiden eingeredet. Nichts, gar nichts, nicht einmal ein Amen nach dem Ave Maria. Und Josef? Ich habe versagt. Die beiden scheinen fest in der Hand des Bösen zu sein. Also, Herr Pfarrer, es tut mir ja leid, aber ich habe mir ja gleich gedacht, dass sich dieser Liebesknochen auch von einer Geistlichkeit in diesem Falle Gnade walten lassen. Ich als Seelsorger muss versuchen, das Schlimmste zu verhindern und die beiden von der Sünde geblendet zurück auf den richtigen Weg führen. Das wird eine Sauarbeit, Herr Pfarrer. Wir haben es auch schon versucht. Alles zwecklos. Ja, trotzdem muss ich mit Beistand von ganz oben die Sache anpacken. Der liebe Herrgott wird den Sündern ins Gewissen leuchten und sie besänftigen. Ja, wo sind denn die zwei jetzt, ha? Näher bei dem Chef. Ich hoffe ja bloß, dass er mit dem Erleuchten schon angefangen hat. Lieber Lorenz, sei ganz beruhigt. Der liebe Herrgott ist immer dort, wo man ihn braucht, gell? Ja? Ja. Und wo war der dann, wie ich geheiratet hab? Also, Lorenz, wir zwei sprechen später noch mal, gell? Ich hab's befürchtet, ja. Also, Herr Pfarrer, dann wollen wir doch wirklich hoffen, dass der liebe Gott jetzt schon droben ist beim Großvater im Zimmer. Ja, wo er doch so viele andere auch erleuchten muss. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Lorenz, schnell, führ mich sofort zu diesem Zimmer. Müssen wir jetzt sofort noch schauen. Komm, Herr Pfarrer. Vielleicht können wir da noch was machen. Eine Treppe rauf, da kommt nicht der Pfarrer. Ja, das ist eine Idee. Ja, die Treppe rauf. Ja, ich rasche die Treppe rauf. Mein Gott, nein. Und ich bin an allem schuld. Ich sehe mich schon in der Hölle auf einem glühenden Spieß rollieren. Ja, und der Teufel, der sitzt daneben und lacht recht höllisch. Mhm. Tamei, gib's dann mal dein Paar von deinen Liebestropfen. Dann ist er unterwegs und du hast deine Ruhe. Ja, Spottner, hast schon recht. Ich hab's verdient. Ja. Lieber Herrgott im Himmel, lass deinen Azubi die rechten Worte finden. Ich glaub nicht, dass der Herr Pfarrer da droben was ausrichten kann. Ja, aber vielleicht kann er's zum Beten animieren. Ja, und? Ja, und wenn's beten, können sie nicht sündigen. Na, also, jetzt kommt der Herr Pfarrer. Ja, Herr Pfarrer. Nichts, gar nichts. So etwas ist mir in meiner gesamten Priesterlaufbahn noch nicht untergekommen. Gell? Mit Engelszungen habe ich vor der Türe auf die beiden eingeredet. Nichts, gar nichts, nicht einmal ein Amen nach dem Ave Maria. Und Josef? Ich habe versagt. Die beiden scheinen fest in der Hand des Bösen zu sein. Also, Herr Pfarrer, es tut mir ja leid, aber ich habe mir ja gleich gedacht, dass sich dieser Liebesknochen auch von einer Geistlichkeit... Ja, sind gar nicht da. Das Zimmer ist leer. Was? Ist leer? Ja, und das Bett? Ist noch leerer. Na, Gott sei Dank. Ja, wo sind dann die zwei hin? Mei, vielleicht ist der Tiger mit seiner Beute auf den Heuboden aufgegangen. Da schaue ich sofort nach. Ja, und ich schaue im Gartenhäusl nach. Irgendwo müssen die zwei ersticken. Ja, das gibt's da. Das ist, mei, was mache ich alles mit? Und ich bin an allem schuld. Ja! Aber deshalb kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Deshalb wird der heute auch nicht mehr normal. Wir können jetzt nur hoffen und abwarten, dass nichts Schlimmes passiert. Du bist gut. Ja, wir können nur noch hoffen, dass bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert ist. Oh. So schaut's nicht mehr aus. Das ist nicht. Mama, du, los, red! Im Heu sind's auch nicht und auch sonst nirgends auf dem Hof. Das ist nicht zu fassen. Vielleicht ist er mit ihr aufs Feld ausgegangen. Das Feld? Also naturverbunden war der Korbi schon immer. Danke, ihr zwei macht's mir einen schönen Mut. Also, im Gartenhäusl ist niemand. War bei dir was? Nein, Papa, nix. Ja, Herrschaftszeiten, die zwei können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.
Mei, vielleicht suchen sich die zwei ein eigenes Liebesnest, oder? Papa, ich kann das nicht mehr länger mit anhören. Da droben entsteht vielleicht dein neuer Bruder oder deine neue Schwester. Ach. Ja, und wir können nichts dagegen tun. Langsam, geht. So schnell schießen Preisen auch wieder nicht. Dein Vater schon. Der ist nämlich im Schützenverein. Die Monika ist dem Opa ganz verfallen. Ich kenn's gar nicht mehr. Und ich bin schuld an diesem Betriebsunfall. Betriebsunfall ist ja gut. Ich hoffe bloß, dass hier nicht irgendwo ein neuer passiert, gell? Von wegen Betriebsunfall. So wie es ausschaut, hat sie sich ihm ja freiwillig hingegeben, dieses Opferlamm. Mein Gott, in was für eine Familie bin ich da bloß reingeraten? Wenn ich bloß wüsste, wo die zwei hingegangen sind. Ja, wenn man das wüsste. Du, vielleicht schleppt sie ihn zu ihren Eltern. Was? Ja, vielleicht will sie ihn unbedingt heiraten. Ja, ihren Tiger, ne? Tiger! Jetzt reicht's mir aber. Jetzt höre ich plötzlich in diesem Haus nur noch Tiger. Das stimmt nicht. Das ist nichts anderes als wie ein alter, läufiger Kader. Der ist beim Inhaltsverzeichnis. Keine Angst, Papa, es geht schon weiter. Stufe für Stufe. Ja, hoffentlich fliegst du die Stufen nicht runter. Was machen wir denn da? Ja, ich weiß ja nicht. Da können wir eins. Wir kaufen immer so Video. Das heißt ja nicht mehr Video. Video. Da soll ja zuschauen, da kann er alles lernen. Ne? Ja, das vielleicht eher begreifen. Ja. Ihr zwei seid ja großartig dann. Nein, wir sind nicht großartig, wir wollen. Wir wollen nur haben, dass unsere Familie nicht ausstirbt. Ja, so ist es. Ja. Jetzt glaube ich, hat's geklopft. Jetzt glaube ich, kommt jemand. Ja, müsste man fast herein sagen. Ja. Aber wer? Na gut, ja. Na, fang ich einmal an. Sag du. Herein! 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 Die Monika! Die Monika! Grüß euch! Christian, mach's Maul auf! Grüß Gott, Schwester! Grüß dich, Monika. Aha. Jetzt hat er aber schön Grüß Gott. Ja, das hat er. Ja. Ich wollte euch fragen, ob Sie mir eine Tasse Mehl leihen könnt. Aber selbstverständlich. Natürlich. Hast du eine Tasse einstecken? Ich hab nicht einmal ein Mehl dabei. Also, aber in der Küche draus haben wir eins. Ja. Muss sowieso raus in die Küche. Ja. Jetzt kannst du am Leben den Objekt üben. Also, ich sag Dankeschön fürs Leihen. Ja, aber ich hol mir's dann doch später. Nein, bleib nur da, du glaubst gar nicht, wie froh wir sind, dass wieder mein liebes, nettes, saumenes, junges Mara da ist. Also. Gell, Christian? Ja, Opa, da hast du recht. Also, ja. Ich hol jetzt das Mehl. Ja. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Komm mal gleich wieder, gell? Schon recht, freilich. Ja. Jetzt ran an den Speck. Wieso den Speck? Sie will doch ein Mehl. Üben, nicht lesen. Ja. Christian. Ja. Monika. Geht's dir gut? Ja, danke. Mir geht's nicht schlecht. Ja, Monika. Ja, Christian. Die Sonne scheint heute schön, gell? Ja, Monika. Gestern hat's nicht so schön gescheint. Nein, hat's nicht. Jetzt hat der Großvater das Buch mitgenommen. Was denn für ein Buch? Einen Krimi oder einen Liebesroman? Hm? Ja, liest denn du sowas? Ich? Na, ich hab ja so ein Buch gar nicht. Ja, mein Buch ist auch ein ganz anderes Buch wie diese anderen. Mit dem anderen Auge am Schlüsselloch. Also bei meiner Wache ist nichts vorgekommen. War bei euch was? Überhaupt nichts. Nichts Verdächtiges. Na, bei mir war auch gar nichts. Aber wenn was gewesen war, das sag ich dir, ich war neu in das Zimmer und hätte den Eugen rausgezogen aus dem Zimmer. Da kannst du dich drauf verlassen. So.
also? Was hört mal los, du bist wieder dran. Und? War was? Nix. Tote Hose. Bist du da ganz sicher, Bub? Ja, freilich, Mama. Ja, da kann es ja leise auch zugehen bei sowas. Aber so leise dann doch wieder nicht. Ja. Außerdem habe ich auch nichts durchs Schlüsselloch gesehen. Also, das ist sehr verdächtig. Also, dass sich da gar nichts rührt, das ist doch komisch. Du, dann red nicht so viel umeinander und genau. Ja. Nicht, dass du den Augenblick auch nicht so langweiliger. Ich hoffe ja bloß, dass von euch zwar keiner eingeschlafen ist da droben vor der Tür. Ja, und das Wichtigste verpasst hat. Also, Bub, da kannst du dir ganz sicher sein. Bei solchen Sachen mach ich kein Auge zu. Das glaube ich dir aufs Wort. Also, da passt ja du auf für einen Lux, gell? Freunde? Aber es ist zum Verrücktwerden. Da sitzt du, oder du gehst, oder stehst, oder und passt auf jedes geringste Geräusch. Dann hörst was. Dann denkst du dir, ah, jetzt geht's los. Und? Nix. Gar nix. Falscher Alarm. Mir ist ja genauso gegangen. Ich habe auch ein paar Mal gemeint, jetzt höre ich was. Und was glaubt ihr, was ich gehört hab? Was denn? Gehört, Mama? Nichts. Rein gar nichts hab ich gehört. Aber das dürft's mir glauben, wenn ich was gehört hätte. Nein, ich war nein, der Alte hätte was allein kennen von mir. Ach, ihr seid doch alle viel zu zimperlich. Naja, ich bin ja bloß gespannt, wann dieses Liebestropfenwasser sein Zauber oder seine Wirkung verliert. Auf alle Fälle hab ich jetzt diese Liebestropfen eingesteckt. Das ist gut. Ja, nicht, dass der Großvater vielleicht auf die Idee kommt, dass er Genuss dran findet und noch ein Glaserl haben will. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass alles wieder gut wird. Ja, hoffentlich. Noch so eine Nacht mach ich nicht mehr mit. Spiel doch nicht noch mal Schlafzimmerüberwachungstrupp. Und pass auf, gell, dass der alte Tiger das junge Vogel nicht vernascht. Ja, hoffentlich ist dem Vogel nichts passiert. Ach, boah. Ich weiß nicht. Der Korbe, der hat ja gestern vor Kraft gestrotzt. Es wäre, wenn er das nachholen möchte, was er in seiner Jugend versäumt hat. Wenn wir Glück haben, ist ja heute alles vorbei. Ja, hoffentlich. Ja, ist eine laut Gebrauchsanweisung, dauert das nur einen Tag. Ja, da hast du schon recht. Ja. Moment einmal. Die nicht so blöde angestellt, oder? Letzte Frage. Ja. Wie alt bist du? Hör doch auf mit dieser blöden Fragerei. Besonders so kein Quickspiel, oder? Er fragt, wie alt ich bin. Das weißt du doch, fragt er nicht so deppert, oder? Vater. Was? Bist du wirklich wieder ganz normal? Ja, geh auf, du weißt, dass ich hier oben immer fit bin. Ja, ja. Also. Nur gestern warst du mir ein bisschen zu fit. Gestern? Ja. Ja, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Gestern, ich habe einen kleinen Filmriss. Aha. Ich weiß nicht mehr alles ganz genau. Sag mal, habe ich gestern einen Rausch gehabt? Was? Könnte man so sagen. Aha. Ja. Mhm. Einen Bierrausch? Nein. Nein? Einen Schnapsrausch? Nein. Nein? Das war mehr ein Liebesrausch. Ein Liebesrausch? Ja, hör doch auf, komm, jetzt sag, was war denn da los? Unter uns gesagt, Vater. Unter uns? Sag einmal, hast du sie rumgekriegt, ohne dass wir was gespannt haben? Was? Den Buben kannst du es doch sagen. Wen soll ich denn rumgekriegt haben? Ach, jetzt stell dich nicht so blöd. Ha? Hast doch die Monika gestern mit auf dein Zimmer genommen. Na, ich? Ja. Die Monika auf mein Zimmer? Ja, nee. Was soll denn da gewesen sein? Ha? Bitte, wenn du sagst, es ist nichts gewesen, na, dann war halt nichts. Also bitte, Lorenz, Spaß beiseite. Reden wir über seinen Schmarrn her. Alles, was du bis jetzt erzählt hast, das kann man direkt greifen. Ne? Das ist alles wahr, aber wenn du es nicht glaubst, ich bring dir Zeugen, einen kleinen Moment. Na, da bin ich. Kommst du mal rein, der Alte ist wieder normal. Was bin ich? Was? Ist jetzt der Tiger aus seinem Tank entlaufen, ha? Ja, Herrschaft Rektor, ist ein Blödsinn daher. Mich wissen, was bei euch los ist. Ah, ich weiß. Ihr wollt mich loswerden, ne? Mich für deppert erklären lassen und ab in die Anstalt. Okay, Korbi, so ein Schmarrn, was bist du denn, ey? Ah. Die schaut aus, als wäre, wenn der von gar nichts was weiß. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn von gar nichts was wissen, ha? Der Lorenz hat auch schon so einen Blödsinn dahergelegt. Die Monika hätte ich mit auf mein Zimmer genommen. Oder? Ja. Habt ihr was Besseres auf Lager? Obwohl, in meinem Delirium war mir so, als wenn noch
jemand im Zimmer gewesen wäre, ne? Ja, das war schon so. Und das war auch meine Monika. Ja? Du hast es einfach mitgenommen, hast es mir ausgespannt. Und du wolltest sie gnadenlos verführen. Ja, du bist ja nicht mehr ganz gesund da herum, oder? Ich bleib bloß so sagen, ich muss heiraten, ne? Ja, das willst du auch. Hm? Du hast ja sogar das Aufgebot mit ihr bestellt. Was hab ich? Aufgebot? Ich? Ja. Jawohl, du. Und du warst sogar bei ihren Eltern und hast um ihre Hand angehalten. Hm? Wie ein junger Stenz. Was? Ja. Und Tiger hat sie dich heißen dürfen. Tiger? Mhm. Du machst mich doch nicht noch blöder, wie ich schon bin. Die Schafe. Noch anhält. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Wir müssen jetzt nur eines tun. Wir dürfen die zwei nicht mehr aus die Augen lassen. Wir müssen immer wissen, was die beiden tun. Ja. Bei Tag und bei Nacht. Ja, da hast du recht. Da können wir gleich damit anfangen. Warum? Wieso? Da kommen nämlich unsere zwei Verliebten. Okay. Der Großvater springt rum wie ein junger Dackel. Oh. Ich kann's nicht mehr mit anschauen. Oh, schau her, ein Temperament hat der Bub. Okay. Das hat er nicht von dir. Ja, da, schau her. Hurra, hurra. Die ganze Familie ist schon da. Ja. Das trifft sich aber gut, gell, Tigerlein? Ja, Mauselein. Monika, das ist doch nicht dein Ernst. Na, das ist auch nicht der Ernst. Nein. Das ist doch der Korb wie mein starker Tiger, gell? Ja. Du, sag mal, Christian, du wirst doch nicht etwa eifersüchtig sein? Das brauchst du nicht. Sie kommt ja sowieso in unsere Familie. Ja. Vater? Ja, hier bei der Arbeit. Jetzt muss ich mal ein ernstes Wort mit dir sprechen. Ja, bitte. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Komm, jetzt hör endlich auf mit dem Theater. Theater? Ach, du glaubst, ich spiele mit der Monika? Ja. Nein, nein, nein. Wenn sich zwei Menschen so gern haben wie wir, dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Okay. Ja. Und was sind das dann für Nägel? Ich hoffe, keine krummen Nägel. Nein, 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 nein. Wir zwei waren gerade auf dem Standesamt. Was? Und haben unser Aufgebot bestellt. Was? Ja, ja, die haben genauso blöd geschaut wie ihr. Das war der erste Nagel. Aber wir nageln noch weiter. Ja. Ich bring mich um, wenn das wirklich so weit kommt. Ja, bring dich. Und das darfst du nicht machen. Ich brauch dich ja noch als Taufpaten für unseren Erstgeborenen. Ja, um Gottes Willen, da ich sag einmal, bist du verrückt worden. Warum? Du willst doch nicht damit sagen wollen, dass du noch ein Kind in die Welt setzen willst. Das Kind braucht nicht nur sitzen, es kann auch liegen. Ja. Ja, ja, und dann wollen wir nicht eins, wir wollen sechs. Was? Drilling, Zwilling und einen Illing. Ja. Ja. Ich sitze mit. Lach noch. So. Denk bitte endlich dran. Was? Du bist bald 70. Mit 70 hat man noch Träume. Lorenz, schnell, führ mich sofort zu diesem Zimmer. Müssen wir jetzt sofort noch schauen. Komm, Herr Pfarrer. Vielleicht können wir da noch was machen. Eine Treppe rauf, da kommt mit der Pfarrer. Ja, das ist eine Idee. Ja, ja, die Treppe rauf. Ja, ich schon die Treppe rauf. Mein Gott, nein. Und ich bin an allem schuld. Ich sehe mich schon in der Hölle auf einem glühenden Spieß rollieren. Ja, und der Teufel, der sitzt daneben und lacht recht höllisch. Mhm. Tamei, gib's dann mal dein Paar von deinen Liebestropfen. Dann ist er unterwegs und du hast deine Ruhe. Ja, Spottner, hast schon recht. Ich hab's verdient. Ja. Lieber Herrgott im Himmel, lass deinen Azubi die rechten Worte finden. Ich glaub nicht, dass der Herr Pfarrer da droben was ausrichten kann. Ja, aber vielleicht kann es zum Beten animieren. Ja, und? Ja, und wenn's beten, können sie nicht sündigen. Na, also, jetzt kommt der Herr Pfarrer. Jetzt kommt der Herr Pfarrer. Ich bin ja gespannt. Ja, ja, Herr Pfarrer, also, jetzt reden Sie mal. Nichts, gar nichts.
So etwas ist mir in meiner gesamten Priesterlaufbahn noch nicht untergekommen. Gell? Mit Engelszungen habe ich vor der Türe auf die beiden eingeredet. Nichts, gar nichts, nicht einmal ein Amen nach dem Ave Maria. Und Josef? Ich habe versagt. Die beiden scheinen fest in der Hand des Bösen zu sein. Also, Herr Pfarrer, es tut mir ja leid, aber ich habe mir ja gleich gedacht, dass sich dieser Liebesknochen auch von einer Geistlichkeit nicht bremsen lässt. Ja, nun gut, ich werde jetzt gehen, den Heiligen Geist anrufen, damit er mir beisteht, die beiden Sünder zurück auf den richtigen Weg zu führen. Im Geiste bin ich bei euch, gell? Ja, ja. Das hilft uns sehr. Ja, wo wird jetzt die Kirchen bloß die Himbeergeistflaschen hingestellt haben, ha? Oh, da helfe ich einer Suche, ich geh mit dir nieder in den Pfarrer. Ja, grüß Gott, Dankeschön, Herr Pfarrer. Dankeschön. So, jetzt haben wir's. Ganz auseinander und durcheinander ist der Herr Pfarrer auch, gell? Und einen Heiligen Geist will er auch anrufen. Hoffentlich ist der daheim. Wir können jetzt nur auf den guten Kern vom Korbi hoffen. Also wenn wir auf den guten Kern vom Korbi hoffen, dann, liebe Traudl, können wir gleich anfangen zu stricken. Ja, was denn? Da frag doch nicht so blöd. Babysachen, natürlich. Oh, mein Gott. Jungs, Mädel. Die schon so alt und deppert. Naja, kann man nichts machen. Tja, jetzt braucht nur noch die Traudl kommen und. Ja, was ist denn das da? Das schaut ja aus wie Schnaps. Und gleich drei Stück. Oh, aha. Da schau her, die Traudl. Das ist doch ein raffiniertes Luder. Jetzt gibt's erst eine Runde Schnaps, damit der Christian nicht merkt. Und dann kriegt er wahrscheinlich seine Liebestropfen serviert. Dann kann ich ja gleich mal den meinen schon trinken. Das ist ein Schnaps. Der rinnt hinunter, hinunter, obi und obi, bis zum Novi. Naja, aber wie sagt ein altes Sprichwort, auf einem Fuß steht man nicht gut. Komm her. Ui, so lang kann es ja kein Schnapsel mehr tun. Da gibt's schon mehr so Trinksprüche. Gibt's schon mehr. Naja, da gibt's einen Trinkspruch. Einen lieben, netten, gleich und gleich. Nein, das wollen wir nicht. Ne? Oh, ich hab's. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt, wenn die Traudl kommt und der Christian, dann wird. Na, und dann. Was ist denn jetzt los? Oh. Wunderschön. So. Ist der Hofer. Bei uns schaut's aus. Ja, sag mal, spukt's bei dir? Wahrscheinlich. Traudl? Was denn? Schau mal da her. Ein frischer Kaffee. Nein, der ist von gestern. Jetzt auch. Ah, Dankeschön. Ah, hat dich der Alte jetzt schon losgelassen? Ja, aber der kommt gleich wieder. Der holt nur einen Christian. Ja, wir wollen miteinander was zu trinken. Warum das?
Warum das? Also, das ist wiederum unser Geheimnis. Ja, gell? Ja. Also, wenn der Alte dahinter steckt, dann meine ich, kommt nichts Gescheites dabei raus. Ich hoffe, er hat dich mit seinen Dummheiten noch nicht angesteckt. Also, Amalie, ich weiß gar nicht, was du gegen den Korbi hast. Der ist doch in Ordnung. Der Korbi schon, aber sein Hirn nimmer. Jetzt übertreibst du mal wieder schamlos. Ach, mei, was ich alles mit. Weißt du was? Du hol mir jetzt da eine Flasche leer. Aha. Und ein paar Glasel. Jetzt trinken wir zwei auch was miteinander. Also, Traudl, da muss ich dich enttäuschen. Ich trinke keinen Schnaps. Aber gut, damit du nicht sagen kannst, ich bin geizig oder vergönn dir nichts. Da schau her, da ist jetzt ein Glasel für dich. Mhm. Da ist dann ein Glasel für den Korbi. Jawohl. Der will ich auch mitbringen. Und da ist ein Glasel für den Christian. Nix. Der Christian kriegt was Besonderes zu trinken. Ach, da ist er her, wenn's ja meinst. Aber ich trinke keinen Schnaps am Tag. Bin ich unter Tag schon besoffen? Nein, da finde ich meine Eier gar nicht mehr. Also, weißt du was, Amalia, du musst viel lustiger werden in deinem Leben. Traudi, ich und lustig. Ja. Mit drei Mannsbüdern im Haus, wo ohne weniger taugt als wie der andere. Na, da ist mir's lustig sein einfach schon vergangen. Aber jetzt habe ich tatsächlich was Schönes. Was denn? Was hast du denn Schönes? Jetzt nimm mal deinen Korb und ich nehme deinen Kaffee und jetzt gehst du mit mir in die Küche. In die Küche? Ich habe nämlich einen ganz neuen Herd. Den was? Hast du noch nicht gesehen? Ein neuer Herd? Ja, mein, ja, also der interessiert. Ich freue mich aber jetzt, Monika, dass du mal so drüber gekommen bist. Ja. Und weißt du, was mich am meisten freut? Was denn? Dass wir zweimal schnell ein bisschen allein sind. Ach so. Ich hätte dich nämlich was gefragt. Mhm. Ich hoffe, du bist mir nicht böse deswegen. Ne? Aber na, Reichinger, ja? Großvater, was ja magst du denn wissen? Ha? Ja, eigentlich möchte ich gerne wissen, magst du unseren Christian überhaupt? Na ja, also, wenn du mich jetzt so direkt fragst, ja, ja. Ist wahr? Den Christian mag ich schon. Na Gott sei Dank. Ja, aber er tut ja nichts dazu. Na ja, weil er ein Depp ist. Was meinst du? Ich wollte sagen, weil er so schüchtern ist. Schüchtern? Ja. Ja, das ist er wirklich. Ja, jetzt pass auf, Monika. Wir haben mit dem Christian ein bisschen was vor. Aha. Jetzt hätte ich dich gefragt, ob du bei der Gaudi ein bisschen mitmachen tätst. Ne? Ja, gern. Aber was muss ich denn da machen? Das kommt auf die Tropfen an. Was denn für Tropfen? Nein, wenn sich zwei Menschen so gern haben wie wir, dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Okay. Ja. Und was sind das dann für Nägel? Ich hoffe, keine krummen Nägel. Nein. Wir zwei waren gerade auf dem Standesamt. Was? Und haben unser Aufgebot bestellt. Was? Ja, die haben genauso blöd geschaut wie ihr. Das war der erste Nagel. Aber wir nageln noch weiter. Ja. Ich bring mich um, wenn das wirklich so weit kommt. Ja, bring dich. Und das darfst du nicht machen. Ich brauch dich ja noch als Taufpaten für unseren Erstgeborenen. Ja, um Gottes Willen, kann ich sagen, mal, bist du verrückt worden? Warum? Du willst doch nicht damit sagen wollen, dass du noch ein Kind in die Welt setzen willst. Das Kind braucht nicht nur sitzen, es kann auch liegen. Ja. Ja, ja, und dann wollen wir nicht eins, wir wollen sechs. Was? Drilling, Zwilling und einen Illing. Ja. Ja. Ich sitze mit. Lach mal. So. Denk bitte endlich dran. Was? Du bist bald 70. Mit 70 hat man noch Träume. Oh. Also, ich glaube, ich fahre in Ohnmacht. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ja. Vater? Ja, hier. Ist da eventuell zwischen euch zwei beiden schon irgendetwas vorgefallen? Da, Moment mal, Korbi, Korbi, wir sagen gar nichts. Gar nicht. Nein, das ist nämlich ein Geheimnis zwischen mir und meinem Tiger. Ja, ja. Monika. Ja? Du kommst mir nicht in dieses Haus. Vorher zieh ich aus. Wirklich, Schatzi, helft der Papa. Das weißt,
Dieser Liebesknochen ist ja dein Vater. Also schaust du, dass du es wieder in Ordnung bringst. Nein, 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 nein. Fangt ihr zwei jetzt auch noch zum Streiten an, hä? Ach, mir klangt's, ich geh. Oh, oh, oh Gott, das will ich. Ich muss den Buben trösten. Ja, bitteschön. Trösten. Also, das kann wirklich kein Mensch verantworten. Amali, reg dich nicht auf. Für dich haben wir auch eine Aufgabe bei unserem Hochzeitstag. Ach ja, du darfst uns nämlich allen die Hochzeitssträußlein anstecken. Ja. Ja, dafür bekommst du Geld. Und für dieses Geld kannst du dir dann ein neues Gesicht kaufen. Ich. Also, Tiger? Ja. Was denn? Also, Tiger, jetzt warst du aber gar nicht nett zu Amalie. Ich war? Ja. Oh, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. So. Zu Amalie. Ich war? Ja. Oh, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, mir reicht's. Jetzt ist wirklich Schluss. Monika, Monika, du gehst jetzt sofort nach Hause und dann ist Ruhe bei uns. Moment, ich bin volljährig und kann tun, was ich mag. Ja. Okay. Ja, und jetzt mag ich... Was? Da bleiben. Ja, 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 ja. Du steckst deine Füße nicht unter meinen Tisch. Ja, und nicht unter deinen Tisch, aber unter meine Bettdecke. Lorenz, Lorenz, mich trifft noch mal der Schlag. Oh, komm, so spricht man nichts. Lorenz! Vater? Ja? Es würde mir leid tun, was denn? Wenn unser gutes Verhältnis so enden müsste. Aber warum soll es enden? Ja, ja, richtig. Am Ende, da sind wir jetzt. Was? Jetzt kann sowieso nur noch der Herr Pfarrer bei uns helfen. Also, Amal, jetzt hör doch einmal auf. Ihr tut ja gerade so, als wären wir im Mittelalter. No. Ja, oder vielleicht noch früher. Noch früher? Früher? Da ja hätte man dich geköpft. Um Gottes Willen, da wäre ich noch kleiner gewesen. Oder erschossen, wo ich so schreckhaft bin. So, da gehst du jetzt hinein und setzt dich hin. Und du, Corby, du bist so gut und schaust dir mal in den Spiegel rein. Warum denn? Ja, dann siehst du, was für alter Kopf das da rausschaut. Moment mal, ich bin in der Blüte meines Lebens. Ja, da muss ich meinem Tiger schon recht geben. Ja. Außerdem ist das Alter gar nicht wichtig, gell? So ist es. Wenn sonst alles klappt. Ja, wenn alles klappt. Da schau her. Das ist ja das, was wir befürchten. Was denn? Dass vielleicht doch was klappt. Daher der Name Klapperstorch. Geh, Monika. Ja. Sei wenigstens du vernünftig. Ja. Komm, Tiger. Ja? Wir gehen jetzt in deinen Käfig. Ja, sehr richtig. Hoffentlich finde ich die Käfigtüre. Komm, Mann. Papa, ich glaube, ich gehe noch am besten sofort noch. Ja, komm, nein, wir dürfen jetzt nichts überstürzen, gell? Na, na, aber viel Zeit haben wir auch nicht. Tja, die zwei, die sind gleich ausgezogen. Aber der Vater doch nicht mehr. Papa, ich schau doch nicht tatenlos zu, wie der alte Tiger mein zukünftiger anbeißt. Ja, Arbeiter. Jetzt wird er auf einmal lebendig. Er ist vorher angegriffen, war alles nicht passiert. Ja, du, schau her. Jetzt war der Bub wieder neu schuld. Was? Hab doch überhaupt nichts gehört davon, oder? Schau dir mal da. Du sollst den Bub nicht immer schlagen. Bei dir träumen wir ja nicht. Dein Glück sei. Ja. Das Beste, wir suchen ihm eine, die alles übernimmt. Ach so, meinst du, ja, das ist eine Möglichkeit. Da könnte man aber bloß eine aus der Stadt holen. Weißt du, so eine ganz leichtsinnige, die wo ihre Adresse und Telefon überall bekannt gibt, Zeitung und so. Du meinst die 090, 305, 306. Hallo, hallo, schau doch mal. Ja, wo? Wo hast denn du diese 6-Nummern her? Das ist ein Ding von der, von der Tagesschau. Ah. Ja. Muss ich einen verkehrten Sender haben. Ja, aber das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Natürlich. Außerdem, so eine Leichtsinnige aus der Stadt,
die würde seine kleine Sparflamme ein bisschen auflodern lassen, vielleicht bis zum Großbrand, ne? Und ihr könnt ihn selber löschen, ja. Ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. So ist es. Nämlich die Monika, das ist doch so ein liebes, nettes, sauberes Mann. Da schlagt sogar mein Herz ein bisschen schneller, wenn ich an die Monika denke. Du, hallo. Was denn? Kommen wir nicht auf dumme Gedanken, gell? Na, hör doch auf, Lorenz, in meinem Alter, und das ist ein junges Mann. Na. Ich möchte in Ruhe meinen Lebensabend verbringen. Dann bin ich ja beruhigt. Ah. Ich schau jetzt in den Stein aus, gell? Du, was denn? Und du, der ist im Stand und macht tatsächlich eine Kur an Heiratsantrag. Ach so, Mann. Ach du, Lorenz, sagst mir dann, was er sich für eine rausgesucht hat, gell? Gottes Willen, das ist ja gut, das hätte ich nie gehabt. Ja, Lorenz! Ach, da schau her. Wie ist er jetzt endlich an die Arbeit gegangen? Die ganze Zeit hierhin da heraußen reden. Ja. Es muss ja sehr was Wichtiges gewesen sein, he? Ja, das war auch was, sogar sehr wichtig. Okay. Ach ja, ganz ernste, schwere Beziehungen, ne? Ach, da schau her. Diplomatische Beziehungen. Diplomatische? Ja. Ihr zwei werdet doch jetzt nicht noch in die Politik gehen wollen. Was? Ah. Für die Gott, mein schönes bayerisches Vaterland. Nein, nicht in die Politik, sondern in die Erotik. In die Erotik? Mhm. Das kenne ich gar nicht. Das glaube ich dir aufs Wort. Auf alle Fälle hat es mit Tick zu tun. Und den hast ja du. Also fangst du schon wieder? Ja, herein. Ja! Maria! Du hast ja schon lange nicht mehr sehen lassen. Eine Ewigkeit ist hier, hä? Ja. Mein Gott, nein. Immer der Stress, gell? Genau wie bei mir. Du glaubst gar nicht, was ich für einen Stress hab. Du? Total verstresst. Du und Stress. Die eine ganze Nacht. Du, und in einer solchen Nacht, da kann von allerhand passieren. Da darf nichts passieren. Ich schieb die ganze Nacht Wache. Ja, Buhe. Ja, das ist eine grandiose Idee. Ja, das hast von mir, gell? Von Papa nicht. Und wir helfen dir dabei. Ja, alle zwei Stunden lösen wir uns ab. Eine halbe Stunde mach ich auch mit, ja? Also, ich mach auch mit. Sofort. Gut. Ja, und wer geht als erstes auf einen Posten? Ich, und zwar sofort. Ha. Ja. Nicht, dass da drum schon die Post abgeht und wir reden da herunten recht scheiter her. Schlaf aber nicht ein vor dem Zimmer. Ich kenn die doch, du. So, und diese Liebestropfen, die steck ich jetzt ein. Nicht, dass noch mal was passiert. Du. Na, so gefreut, hä? So ein Durcheinander haben wir doch schon lange nicht mehr gehabt am Hof. Durcheinander ist ja gelinde ausgedrückt. Ja, wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Wir brauchen jetzt einen klaren Kopf. Und einen klaren Schnaps, den brauche ich jetzt als erstes. Ja, Alter, da kannst du mir auch einen mitbringen. Dir auch, ja? Ja, bringst mir auch einen. Dann kommst du ganz schön daher. Also, dass mich der Großvater den letzten Nerv kostet, das habe ich ja gewusst. Aber dass er mich jetzt noch zum Alkohol treibt, das hätte ich nie geglaubt. Jetzt tu nicht schon wieder übertreiben. Wegen einem Glaserl Schnaps wär's kein Alkoholiker, oder? Tja, wir reden von einem Glaserl. Ich brauch jetzt die ganze Flaschen. Ja, du bist ja verrückt. Was magst du denn? Also, nein. Amalie, hör auf. Das tut dir nicht gut. Lass doch, vielleicht tut's mir gut, wenn du. Außerdem musst du das mir überlassen, was mir gut tut und was nicht. Ich hab bis jetzt immer noch gewusst, was mir gut tut. Bis auf einmal. Das war, wie ich ihn geheiratet hab. Da war's gescheiter gewesen, ich hätte damals eine ansteckende Krankheit genommen. Ja, das glaube ich, wäre gesünder für mich gewesen. Was ich in diesem Haus alles mitmachen muss. Und du? Du hast mir jetzt gerade noch gefällt zu meinem Glück. Bringst uns so ein Teufelszeug ins Haus. Na, nicht nur, dass du es mitbringst, nein, dass man diese Liebestropfen auch noch trinken muss, das ist ja wohl die dümmste Idee deines Lebens gewesen. Mein Gott, nein. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass man das leid tut und wie leid, dass man tut.
Wenn ich nur alles rückgängig machen könnte, das darf ich machen. Koste es, was es wolle. Das war mir auch recht. Oh. Aube, ja. Das ist jetzt der Erste, der schon weiß. Meinst du? Ja, wahrscheinlich weiß es schon das ganze Dorf. Um Gottes Willen. Wahrscheinlich, die haben es schon haben. Also besonders intelligent schaut ihr zwei ja nicht aus. Ja, du auch nicht. Ich auch nicht, gell? Jetzt sag mal, hast du den Schnaps zusammengesoffen? Ja. Hätte ich gern gemacht, war aber nicht möglich, ich komme gerade rein. So, leg mich du für ein Jahr nicht an, gell? Und? Bei dir darf ich mir schon nicht trauen. War das scheinbar tatsächlich. Grüß Gott, beieinander. Grüß dich, Traudl, wie geht's dir denn? Ja, ich weiß schon gut, mir auch. Grüß dich, Mama, darf ich mich da hinsetzen? Freilich. Danke. Du kommst mir gerade recht. Grüß dich, Papa. Ja, grüß dich, Papa. Ja, hörst du. Wir haben uns doch heute schon gesehen. Ach, du warst es. Christian, ja? Sag einmal, hast du diese Schnapsgläser da ausgetrunken? Ich? Nein. Schade. Hä? Wieso schade? Ich meine schade, dass wir jetzt nicht wissen, wer den Schnaps da zusammengetrunken hat, ne? Nein, das ist doch ganz einfach. Wieso? Ja, wenn's die zwei nicht waren. Ja, dann bleibt doch nur noch einer übrig, oder? Hat der Vater wieder geschnatzelt. Ja, bestimmt auch noch. Um Gottes Willen. Hoffentlich wird das Mittel bei älteren Menschen nimmer. Sonst gibt es ja Katastrophe. Was? Warum? Habt ihr mir Gift nicht? Schmarrnergift. Ja? Nein, aber da war was Aufputschendes drin. Was Aufputschendes? Ja. Ja, sag einmal, spinnst du? Dann werdet ihr alle noch frecher. Wo ist jetzt der Vater? Was? Ja, ich hab ihn gerade noch gesehen, wie er aufs Häusl rausgerinnt ist. Was, aufs Häusl? Dann kann vielleicht noch alles gut werden. Ja, vielleicht war das Mittel schon schlecht. Er hat aufs Häusl müssen und alles ist schon wieder draußen. Ja, 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 ja. Alle versammelt, stellt euch mal vor, ich gehe vom Lokus kommend über den Hof, trifft mich doch der Pfeil vom Amor. Ja, direkt ins Hirn. Nein, mitten ins Herz. Ja, ich schaue über den Zaun, da sehe ich einen lachenden Engel. Ja, mir wurde so warm um die Brust. Ja, wärst halt der Räumerunterwäsche wieder anhaben, oder? Nein, ich hab mich verliebt in diesen Engel. Oh, schön, Grebvater. Aber jetzt darfst du wieder aufhören. Nein, nein, jetzt geht's erst los. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bei ihr und bei mir. Oh, mir ist sofort. Nicht mehr aus die Augen lassen. Wir müssen immer wissen, was die beiden tun. Ja. Bei Tag und bei Nacht. Ja, da hast du recht. Da können wir gleich damit anfangen. Warum? Wieso? Da kommen nämlich unsere zwei Verliebten. Okay. Der Großvater springt rum wie ein junger Dackel. Oh. Ich kann's nicht mehr mit anschauen. Oh, schau her, ein Temperament hat der Bub. Okay. Das hat er nicht von dir. Hurra, hurra, die ganze Familie ist schon da. Ja, mei, das trifft sich aber gut, gell, Tigerlein? Ja, Mauselein. Monika, das ist doch nicht dein Ernst. Na, das ist auch nicht der Ernst. Nein. Das ist doch der Korb in mein starker Tiger, so gell? Ist es. Ja. Du, sag mal, Christian, du wirst doch nicht etwa eifersüchtig sein? Das brauchst du nicht. Sie kommt ja sowieso in unsere Familie. Ja. Vater? Ja, hier bei der Arbeit. Jetzt muss ich mal ein ernstes Wort mit dir sprechen. Ja, bitte. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Komm, jetzt hör endlich auf mit dem Theater. Theater?
Ach, du glaubst, ich spiele mit der Monika? Ja. Nein, nein, nein. Wenn sich zwei Menschen so gern haben wie wir, dann muss man Nägel mit Köpfen machen. Okay. Ja. Und was sind das dann für Nägel? Ich hoffe, keine krummen Nägel. Nein, nein, nein. Wir zwei waren gerade auf dem Standesamt. Was? Und haben unser Aufgebot bestellt. Was? Ja, ja, die haben genauso blöd geschaut wie ihr. Das war der erste Nagel. Aber wir nageln noch weiter. Ja. Ich bring mich um, wenn das wirklich so weit kommt. Ja, bring dich. Und das darfst du nicht machen. Ich brauch dich ja noch als Taufpaten für unseren Erstgeborenen. Ja, um Gottes Willen, da ich sag einmal, bist du verrückt worden. Warum? Du willst doch nicht damit sagen wollen, dass du noch ein Kind in die Welt setzen willst. Das Kind braucht nicht nur sitzen, es kann auch liegen. Ja. Ja, ja, und dann wollen wir nicht eins, wir wollen sechs. Was? Drilling, Zwilling und einen Illing. Ja. Ja. Ich sitze mit. Lach noch. So. Denk bitte endlich dran. Was? Du bist bald 70. Mit 70 hat man noch Träume. Oh. Also, ich glaube, ich freue mich auch Macht. Dazu haben wir jetzt keine Zeit. Ja. Vater? Ja, hier.